So, dann können wir loslegen. Ich nehme Sie auch gleich mal auf den Splitscreen bei mir mit. Moment, das stelle ich nur ganz kurz ein, damit Sie hier gleich sehen, was ich auch sehe. Und wir starten in den Rechtsprechungsüberblick. Genau, das müsste jetzt funktionieren, wenn ich klicke. Das probieren wir nur mal kurz aus, dass hier auch die Technik funktioniert, während ich rede. So, und dann müssten Sie mitgenommen werden. Genau. Wunderbar. Vielleicht nur ganz kurz die Auskunft von denjenigen, die, falls es so welche gibt, die Sachverhalte noch nicht gelesen haben, dass ich einfach weiß, müssen wir uns damit aufhalten oder gehen wir da nur ganz, ganz kurz durch und jeder weiß Bescheid, um was es hier eigentlich geht in den jeweiligen Sachverhalten oder sollen wir ganz kurz wiederholen? Also hat jeder gelesen und nur Nein schreiben, wer es nicht gemacht hat, auch trauen, das ist nicht schlimm. Wiederholen, wunderbar. Einer reicht mir und dann wird das natürlich auch gemacht. Wir wiederholen das also ganz kurz, schauen wir uns an. Der erste Fall geht schon spannend los. Also ich habe Ihnen, wie ich es schon angekündigt habe, in diesem Teaser, den wir dort hatten, eben examensrelevante Rechtsprechung rausgesucht. Wir sind sehr ambitioniert heute. Es wird niemals in 60 Minuten klappen. Also die alle, die keine Lust haben, schalten halt nach kurzer Zeit aus. Sie können sich das ja auch später angucken. Wir versuchen mal 6 Fälle. Ich hoffe, es klappt in einer akzeptablen Zeit. Aber ich will Ihnen auch nicht zu viel abschneiden. Und deswegen gehen wir schon die Kernpunkte durch, die der BGH angesprochen hat und die eben in der Klausur, weil aus dieser Sicht behandle ich die Fälle vor allem. Also wir gehen jetzt nicht auf Hausarbeitsniveau irgendwie die Theorien durch, die da alle vom BGH durchgesprochen worden sind, auf den vielen Seiten, die er jeweils zu den Urteilen geschrieben hat, sondern wir beschränken uns darauf, was Sie in der Klausur schreiben müssten und worauf es im Kern ankommt, was die klassischen Klausurfragen sind, wie sie hier eben ineinander greifen in den Urteilen. Das ist das, was entscheidend für uns ist. Und wirklich der Hinweis darauf, sowohl fürs erste Examen als auch fürs zweite Examen sind diese Fälle heiß. Beim zweiten Examen würde man nur eine wunderbare prozessuale Einkleidung machen, aber die eignen sich hervorragend. Also legen wir mal los. Der A ist ein ehemaliger Schüler der Schule X. Und dreht durch und begibt sich während der Unterrichtszeit in das Schulgebäude. Er ist dabei bewaffnet mit Pistole und Messer. Er betritt das Schulgebäude, dann trifft er einen Lehrer, tötet ihn und bedroht, verletzt oder tötet noch weitere Menschen. Das ist jetzt nicht wichtig, wie exakt das abgelaufen ist. Also auf jeden Fall läuft er Amok. Und dann wird der Polizist P, das ist entscheidend, mit einem Kollegen zur Schule beordert. Also er soll da am Einsatz teilnehmen. Er betritt die Schule mit dem Kollegen, durchsucht das Gebäude und dann finden die diesen Amokläufer A und stellen ihn. Wohlbemerkt, als sie ihn stellen, ergibt sich dieser freiwillig, also geht auf die Knie, lässt sich freiwillig festnehmen, wird dann festgenommen. Der Polizist allerdings erleidet infolge dieses Amoklaufs und Vorfalls und seines Einsatzes, den er dort eben durchgeführt hat, eine Anpassungsstörung als Reaktion auf eine schwerische seelische Belastung, die eine medizinische Behandlungsbedürftigkeit zur Folge hat. Dadurch wird er eine Woche dienstunfähig, gegebenenfalls fallen Behandlungskosten an, man könnte ja auch einen Schmerzensgeldanspruch noch einbauen. Also da bietet sich vieles an. Und die Frage ist aber, zentral steht dem P, also diesem Polizisten, ein Anspruch auf Ersatz, in dem Fall des Verdienstausfalls, dem Grunde nach zu. So, vielleicht jeder, der jetzt das so liest und in der Klausur treffen würde, diese Konstellation, sagt mir mal erstmal, an welche Fallgruppe man so denken würde, was man sich vielleicht auf einen kleinen Notizzettel schreiben würde, in welche Richtung oder in welchen Schwerpunkt würde wohl diese Fallstellung hier des BGH münden. Gerne kurz einfach als Stichwort eintippen in den Chat hinein. Ich glaube, den Chat können Sie von den anderen nicht sehen. Das heißt, Sie können da auch gerne wirres Zeug und wunderbare Anmerkungen machen. Also was immer Sie wollen. Und dann Deliktsrecht ist schon mal sehr gut, gefällt mir gut. Herausforderungsfall, da sind Sie zwar in der richtigen Ecke, aber noch nicht ganz mit der richtigen Begrifflichkeit dabei. Hat jemand noch eine Idee? Schockschaden, wunderbar. Also es geht ins Deliktsrecht, es ist richtig, es ist ein. Was ist das Besondere an diesem Fall? Das werden wir natürlich gleich sehen. Es ist ein Fall der mittelbaren, der psychischen Vermittlung eines Schadens. Und das Problem bei solchen Fällen, sowohl bei den Herausforderungsfällen, die hier angesprochen worden sind, und auch bei den Schockschäden, wie er hier einschlägig ist, gilt es, den Zurechnungszusammenhang auf Ebene der haftungsbegründenden Kausalität einmal einschränkend zu betrachten. Man möchte die Haftung eben nicht ausufern lassen, so wie ich meine Ausführungen jetzt auch. Und deswegen steigen wir in die Prüfung ein. So, es geht in die Lösung hinein. Wunderbar war der Ansatz mit dem Deliktsrecht. Und wenn wir ans Deliktsrecht denken, beginnen wir natürlich die Prüfung in der Regel bei Paragraf 823 Absatz 1, insoweit wir nichts im Straßenverkehr haben, sonst würden wir ans StVG vorher denken, aber das ist hier völlig abwegig.
Natürlich haben wir den Anspruchsaufbau beachtet und im Kopf mal durchgeprüft, vertraglich und so weiter, aber hier gibt es nichts, deswegen sind wir im deliktischen Bereich. So, und dann prüfen wir uns fröhlich durch. Zunächst brauchen wir eine Verletzung eines Rechtsguts. Und jetzt fragen wir uns, na gut, der ist jetzt psychisch irgendwie beeinträchtigt, könnte das ein Problem sein? Wir haben die Freiheit, das Eigentum, sonstige Rechte und Leben, Körper und Gesundheit, die bei 823 Absatz 1 eben stehen, auf die wir zugreifen können. Jetzt könnte man hier sich fragen, was ist denn das eigentlich, eine Schädigung des Körpers, weil es ist ja eine pathologische Abweichung hier des Zustands, oder ist es eine Gesundheitsverletzung, kann im Ergebnis dahinstehen. Entscheidend ist eben, dass hier dieses Hervorrufen und Steigern eines pathologischen Zustands eben ausreichend ist, um Körper- oder Gesundheitsverletzung anzunehmen. Ohnehin sind die beiden Begrifflichkeiten nicht immer ganz trennscharf und überschneiden sich teilweise. Es ist aber auch nicht entscheidend, hier ganz präzise abzugrenzen. Also, wenn ich hier jetzt irgendwie einen Schwerpunkt setzen würde, das wäre verfehlt. Was man eben nur deutlich machen sollte, dass eine in Anführungszeichen bloß psychische Beeinträchtigung natürlich erfasst ist, das ist keine Frage. Die Frage, die sich hier stellt, weil wir haben ja diese besondere Fallgruppe, wie wir schon angedeutet haben, ob bereits hier an dieser Stelle, also im Rahmen der Verletzung des Rechtsguts, irgendwelche besonderen Anforderungen zu stellen sind. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Man kann sagen, nö, gar nicht. Also hier Gesundheitsschädigung, das reicht völlig aus, bitte prüfe weiter. Man könnte aber auch sagen, nein, ich muss eine restriktive Handhabung vornehmen, weil ich weiß, das ist ein Fall des Schockschadens und ich brauche hier bereits besonders strenge Anforderungen. Und manche fordern bereits hier auf dieser Ebene im Rahmen des Gesundheitsschadens eine Verletzung, die bereits einen Krankheitswert hat. Ja, also bloß, um davon abzugrenzen, ganz kurz, wenn er sich unpässlich gefühlt hätte eine Woche, ohne dass es eine Depression, Anpassungsstörung und so weiter ist, würde das nicht ausreichen. Allerdings ist die Frage, prüfe ich das hier oder prüfe ich das erst später im Rahmen der haftungsbegründenden Kausalität. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Nichts wäre falsch in der Klausur. Man kann nur ganz kurz klarstellen, eben, ob man hier schon besondere Anforderungen stellt oder nicht. Ohnehin wird am Ende eben diese besonderen Anforderungen grundsätzlich notwendig sein. Es war nur die Frage jetzt, wo man das Ganze prüft. Wenn man das so macht, dann ist das eben Grund dafür, dass man sagt, ich brauche einen greifbaren pathologischen Wert dieser Schädigung, dass man hier eine Einschränkung der Haftung vornehmen will. Und das macht man eben immer am Einzelfall orientiert. Aber wie soeben angedeutet, lässt sich das eben auch auf Ebene der Zurechnung lösen, was wir uns auch angucken werden. Das Ganze, wir brauchen noch eine Verletzungshandlung. Wo liegt denn die? Die liegt im Amoklauf selbst. Und dann kommen wir in den eigentlich interessanten Bereich dieser Entscheidung, nämlich in die haftungsbegründende Kausalität. Und die Kausalität prüfen wir grundsätzlich, insoweit sie problematisch ist. Also wenn sie unproblematisch ist, bitte knackig, kurz, nicht irgendwie in die drei Ebenen aufdröseln, sondern nur, wenn es interessant wird, interessiert auch den Korrektor, was sie da dazu zu sagen haben. Und wir beginnen mit der Äquivalenz, dann prüfen wir die Adäquanz und sodann auch den Schutzzweck der Norm. Wir schauen uns das jetzt mal noch im Überblick hier an. Bei der Äquivalenztheorie natürlich Conditio sine qua non Formel. Spätestens aus dem Strafrecht im ersten Semester kennen Sie diese auch. Die stimmen hier überein. Genauso die Adäquanztheorie. Das heißt, ich brauche eine wesentliche Ursache, die hier gesetzt worden ist für die Folge. Die Folge muss demnach typisch sein auch für diese Handlung. Also kein sonderlich atypischer Fall, haben wir hier beides gegeben natürlich. Zum einen kann der Amoklauf nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele, also eben diese Anpassungsstörung. Und zum anderen natürlich ist das eine typische, nicht unübliche Folge, die wesentlich verursacht worden ist hier durch diesen Amoklauf, weshalb auch auf Ebene der Adäquanz keine Probleme bestehen. Interessant wird es aber beim Schutzzweck der Norm. Wir müssen hier jetzt überlegen, beim Schutzzweck der Norm sollte man sich kurz überlegen, okay, ich schreibe das immer so, aber was schützt die Norm eigentlich? Was schützt 823? Ich möchte jetzt ganz kurz aufgreifen, weil da ein Kollege ganz am Anfang gesagt, vielleicht ist es ein Fall der Herausforderungsfälle, was es nicht ist, aber das macht nichts. Denn bei den Herausforderungsfällen muss man sich genauso beim Schutzzweck der Norm die Frage stellen, was soll das eigentlich? Was ist eigentlich der Schutzzweck von 823 Absatz 1 oder dann Absatz 2 später? Der Schutzzweck ist derjenige, dass ich für
Fremdverschulden, davor soll ich verschont werden und dafür soll mir Ersatz geleistet werden, dass ein Fremder mich schädigt und nicht die Eigenschädigung. Das wäre es bei den Herausforderungsfällen vor allem und bei den Schockschäden ist insbesondere die Frage, soll die Norm auch vor allgemeinen Lebensrisiken schützen? Nein, also muss ich auf wertende Betrachtung rauskriegen, was gehört zum allgemeinen Lebensrisiko, was man immer hinnehmen muss, wovor die Norm nicht schützen will und was gehört schon in den Bereich, vor dem die Norm schützen will, nämlich eine zurechenbare Verursachung durch einen Fremden, so die eben nicht zum allgemeinen Lebensrisiko gehört. Und da es eben diese Schockschäden gibt, die müssen Sie auch gut kennen für die Klausur, die kommen gerne vor, da muss man sich einfach einmal Gedanken machen, wann sind Schockschäden ersatzfähig? Und die allererste Abgrenzung bei den Schockschäden, bevor Sie, falls jemand schon mal im Kopf hat, oh, da gibt es so besondere Voraussetzungen, die interessieren mich erstmal nicht. Erstmal müssen Sie nämlich Folgendes abgrenzen. Sie müssen fragen, habe ich hier jemanden, der unmittelbar beteiligter ist an dieser ganzen, an dem ganzen Geschehen, oder ist es jemand, der nur mittelbar beteiligt ist? Denn nur bei einer bloß mittelbaren Verursachung nehme ich diese Verschmälerung der Haftungszurechnung vor. Und wenn jemand unmittelbar beeinträchtigt ist, dann mache ich das nicht. Warum mache ich das nicht? Weil dann hat der Täter oder derjenige, der hier die Verletzungshandlung verursacht hat, dem anderen diese Situation aufgezwungen und dann ist er nicht insoweit schutzbedürftig, dass man die Haftung irgendwie beschränkt. Und das ist klassischerweise, werden Sie diese Konstellation kennen aus dem Straßenverkehr, dass jemand eben bei einem Unfall verstorben ist und ein anderer erfährt so dann von schweren Verletzungen oder dem Tod. Und da muss man sich fragen, kann er Ersatz seines Schockschadens verlangen? Das hängt eben von einigen Faktoren ab. Aber erstmal müssen wir gucken, unmittelbar beteiligt oder nur mittelbar beteiligt. Wenn derjenige natürlich im Auto saß und den Schock deswegen erlitten hat, dann ist er unmittelbar beteiligt. Dann würde ich keine besonderen Voraussetzungen prüfen. Ist es allerdings die Mutter, die vom Verlust des Kindes erfährt, aber eben ein paar Straßen weiter wohnt und die Polizei ihr Bescheid sagt und sie dann einen Schock erleidet, dann ist sie nur mittelbar beteiligt und dann müssen wir weitere Voraussetzungen prüfen, die wir jetzt nicht durchgehen, weil wir hier jetzt an dieser Frage stehen bleiben, in dieser Konstellation. Das war jetzt nur ein kleiner Exkurs im Hinblick auf den typischen Fall, der in der Klausur drankommt. Also bei der unmittelbaren Beteiligung, wie schon gesagt, wird die Opferrolle aufgezwungen. Hier keine Einschränkung der Zurechnung, bei mittelbarer schon. Und wir fragen uns jetzt hier, wie ist denn das hier? Wurde hier, das wäre, versuchen Sie es einfach mal. Was sagen Sie? In diesem Fall gehe ich hier eher von der unmittelbaren Beteiligung, also hat dieser Amokläufer dem Polizisten diese Situation aufgezwungen, sodass wir keinerlei Einschränkung vornehmen würden, oder ist er nur mittelbar beteiligt, vergleichbar jetzt zu diesen Unfällen? Was würden Sie sagen? Mittelbar oder unmittelbar? Gerne auch U und N, unmittelbar. Ach, wunderbar. Wunderbar. Ja. Wenn ich so seitlich gucke, dann lese ich Ihren Chat. Ich habe zwei Monitore, also nicht wundern. So. Ja, es gibt beide Meinungen sind dabei, wunderbar. Ich muss immer länger lesen, es haben sich 300 Leute angemeldet, dementsprechend vielen Dank für Ihre massigen Rückmeldungen hier, das ist ganz toll. Und die meisten gehen in Richtung unmittelbar, gefällt mir wunderbar, ist auch richtig. Mittelbar ist es nicht, aber wir werden natürlich erstmal erörtern müssen, warum und wieso, denn auch die Vorinstanz hat das anders bewertet. Deswegen sind Sie alle jetzt hier irgendwo vertreten in der Rechtsprechung. Allerdings hat der BGH hier die unmittelbar angenommen und wir schauen, warum. Das OLG Zweibrücken hat gesagt, nee, nee, das ist nicht unmittelbar. Warum? Weil dieser P, der wurde doch gar nicht angegriffen. Der hat sich doch ergeben, dieser Amokläufer. Ja, der ist hingekommen, hat gesagt, hier, ergib dich, zack, der hat sich festnehmen lassen und der Angriff, der galt doch überhaupt nicht dem P, der galt doch einzig und allein diesem Schulpersonal und der Schule und den Schülern und wem auch immer, aber doch nicht der Polizei. Also kann ich doch hier nicht von Unmittelbarkeit ausgehen und muss eben hier eben einschränkend vorgehen. Zudem könnte man hier schon die Erwägung einfließen lassen, dass das ein typisches Einsatzrisiko ist, aber das greifen wir gleich auf der zweiten Ebene noch auf, deswegen das nur als Hinweis nebenbei. Der BGH sieht das ganz anders. Wer von Ihnen Boston Legal guckt, der kennt vielleicht auch den, also geguckt hat, das ist ja schon ein bisschen älter, das Ganze, aber kennt vielleicht noch den Richter ungeheuerlich, der es immer sagt. Und genauso geht der BGH im Prinzip in diesem Fall vor. Der sagt, vereinfacht gesagt, sagt er, bei einer derart ungeheuerlichen Tat
ist eben eine Haftungszurechnung, eine Verschmälerung der Haftungszurechnung nicht vorzunehmen. Das ist der Grundgedanke, der hier vom BGH eigentlich durchgehend verfolgt wird, den wir in den weiteren Schritten auch sehen werden. Und jetzt schauen wir uns an, was er so an Einzelargumenten sich daraus noch zusätzlich entnimmt. Aber das ist so der Grundgedanke, den Sie mitnehmen sollten aus dem Fall. Dieses Aufzwingen, dass man da eben mit dabei ist bei der Tat, wird hierdurch eine vorsätzliche Straftat herbeigeführt. Das ist auch der große Unterschied zum Autounfall. Der wird in der Regel fahrlässig verursacht. Und dann sagt man, Mensch, du kannst ja jetzt nicht jeden Menschen haften, der jetzt irgendwie einen Schock bekommt, weil er davon erfährt. Jetzt stellen Sie sich zum Beispiel vor, über einen Unfall wird in der Zeitung berichtet und Millionen Menschen kriegen, jetzt völlig übertrieben, aber ne, Millionen Menschen können einen Schock kriegen, weil sie diese Nachricht lesen. Und dann müsste er allen haften. Das geht natürlich nicht. Aber es ist ein Riesenunterschied hier. Wir haben hier eine vorsätzliche und abscheuliche Straftat. Und deswegen ist es hier anders zu bewerten. Und dass der sich jetzt ergeben hat bei der Festnahme, naja, das ist im Ergebnis unerheblich. Und auch der direkte Vorsatz, dass der auf das Schulpersonal begrenzt war, das ist grundsätzlich unschädlich. Denn dennoch muss man zumindest auf Ebene Dolus Eventualis, könnte man hier natürlich auch andenken, dass man damit rechnen muss, dass natürlich Einsatzkräfte herbeigerufen werden und dieses ganze Massaker dort miterleben und entsprechende Schäden dort erleiden. Also so der BGH an dieser Stelle. Aber da sind wir in der Klausur noch nicht fertig. Wir haben das allgemeine Lebensrisiko zwar umgangen und haben gesagt, okay, hier keine Einschränkung der Zurechnung. Aber interessant ist dann die Frage, ja, ist doch ein Polizist. Das ist doch sein Job. Ja? Kann doch nicht ein Polizist sagen, hier aufgrund eines Einsatzes kriege ich einen Schock und der soll dann ersatzfähig sein. Der ist doch dafür ausgebildet. Ja? Und dieser Ansatz, der wird von Rechtsprechung und Teilen der Literatur auch so vorgetragen. Dort wird eben in anderen Fallkonstellationen wohlbemerkt gesagt, dass das typische Berufsrisiko ist, was hier sich bloß verwirklicht hat und deswegen eine Zurechnung nicht stattzufinden hat, weil Paragraph 823 Absatz 1 will auch natürlich das typische Berufsrisiko nicht schützen, denn das ist eben hier nicht schutzwürdig und insoweit muss eine einschränkende Zurechnung erfolgen. Das allerdings der BGH, wobei, und das ist wichtig, da stiehlt sich der BGH etwas aus der Möglichkeit, hier eine generelle Antwort zu geben darauf, ob das typische Berufsrisiko grundsätzlich zu berücksichtigen ist. Das ist streitig. Der BGH sagt aber nur, ich entscheide das jetzt nicht abschließend. Ich entscheide allein diesen Einzelfall. Und jetzt sind wir wieder in dem, was ich Ihnen vorhin angedeutet habe, dass das Ganze ja ungeheuerlich ist, was hier passiert ist. Und deswegen sieht der BGH hier überhaupt nicht ein, irgendeine Einschränkung der Zurechnung vorzunehmen und sagt hier vorsätzliches schweres Gewaltverbrechen, das Angst und Schrecken verbreiten soll. Und deswegen ist es wurscht, dass der P für solche Lagen ausgebildet ist, denn die Verursachung stammt zumindest auch aus der Sphäre des Täters und nicht nur aus der Berufswahl des Polizisten. Und die Tat ist zudem von Aggressivität und Rücksichtslosigkeit geprägt. Also merken Sie sich, ungeheuerlich, nicht schutzwürdig, das war's. Und entscheidend ist auch, und das ist auch wichtig, dass vielleicht dieses Stichwort bei Ihnen in der Klausur fällt, dass Sie sich klar machen, dass diese Betrachtungen, die wir sowohl bei den Herausforderungsfällen als auch jetzt hier bei der mittelbaren, bloß psychischen Verursachung des Schadens haben, dass das eben aufgrund wertender Betrachtung erfolgen muss. Und deswegen ist hier natürlich die Wertung bei einer derartigen Tat relativ klar, und erlaubt einem hier eben ein anderes Vorgehen. Ich schaue ganz kurz in die Kommentare. Wir haben hier noch eine Frage von einem Kollegen. Ja. Das ist interessant, was Sie fragen. Der Kollege fragt einfach, oder die Kollegin, verzeihen Sie, ob dann jede vorsätzliche Tat reicht. Ja, das hängt vom Einzelfall ab. Generell würde man sagen, einfach, dass man, Sie können hier ja auf wertender Ebene in der Klausur ohnehin argumentieren, wie Sie wollen. Ein Pauschalrezept gibt es nicht, wie Sie sehen, dass die Vorinstanz ja anders entschieden hat. Aber eine vorsätzliche Tat, insbesondere wenn diese Tat von Rücksichtslosigkeit geprägt ist, legt zumindest auf wertender Ebene nahe zu sagen, du bist nicht so schutzwürdig, dass ich dir jetzt den Haftungszurechnungszusammenhang verengen muss, sondern das hast du dir selber eingebrockt. Natürlich jetzt nicht sauber juristisch gesprochen, aber das ist die Wertung, die dahinter steht. Okay, auf geht's zu den weiteren Fällen. Ja, ich darf mich wirklich nicht lange aufhalten noch da dran. Wir wollen uns ja vieles andere noch angucken. Also 823 Absatz 1, eine Kausalität plus Wunder.
Wunderbar. Und dann hätten wir natürlich noch Rechtswidrigkeit, Verschulden würden wir prüfen. Rechtswidrigkeit wird indiziert durch Tatbestandsmäßigkeit, Verschulden. Ja, klar, hier im Zweifel sogar Vorsatz, zumindest dolus eventualis, kann aber dahinstehen, zumindest Fahrlässigkeit 276 Absatz 2. Bitte kurzer Klausurenhinweis 276 Absatz 1. Zitieren Sie mir bitte nicht bei 823.1. Lesen Sie die ersten Worte von der Norm. Wer vorsätzlich oder fahrlässig, da ist der Haftungsmaßstab schon zu sehen. Ich erlaube mir, das so schnell runterzurattern, weil das ist unproblematisch, aber es gehört eben zur Prüfung dazu. Fünftens Ergebnis, ja, er hat dem Grunde nach Anspruch auf die erlittenen Schäden, der Polizist, wenn wir natürlich dieser Ansicht folgen und nicht der Berufungsinstanz. Und dann würden wir natürlich vollständigkeitshalber noch prüfen, 823.2 und je nachdem, ob wir dolus eventualis im Hinblick auf den Schaden des Polizisten annehmen oder nicht, 223 oder wir denken dann an die fahrlässige Körperverletzung 29. Könnten wir noch prüfen. Dann Schutzzweck der Norm erfasst alle Einbußen, die auf die Verwirklichung des Straftatbestandes zurückgehen. Das tut es hier und aus diesem Grund hätten wir dann keine Probleme und würden dann eben auch hier die Haftung annehmen. Schauen Sie sich schon einmal vielleicht hier den nächsten Sachverhalt an, während ich einfach die Kommentare kurz lese und dann fasse ich ganz, ganz kurz zusammen und weiß, Sie haben das alle schon gelesen und wir können weitermachen. Oh, ich hoffe, ich bin nicht zu ungeduldig und habe Ihnen genug Zeit gegeben. Also der K ist Eigentümer und Halter dieses Motorrads und jemand beschädigt dieses Motorrad, dann kann er das Motorrad 40 Tage nicht nutzen. Dabei benutzt er das aber ansonsten eben nur bei gutem Wetter. Ansonsten fährt er Bahn und hat auch so eine Dauerkarte für die Bahn. 10 Tage hat es geregnet, das heißt 10 Tage hätte er es eben nicht nutzen können. Und er will vollständigen Ersatz seines Nutzungsausfallschadens. Und ja, der andere sagt, ja, für ein Motorrad kommt das von vornherein nicht in Betracht. Geht auch gar nicht. Es ist auch sein eigenes Fahrzeug, einziges Fahrzeug hier des Geschädigten und sagt, sorry, aber zumindest die 10 Tage, wo es stark geregnet hat, hätte er ja eh nicht genutzt. Also zumindest da kann es nicht ersatzfähig sein. Und wir fragen uns eben, die Nutzungsausfallentschädigung ist hier mit 45 € anzusetzen. Ob hier eine Nutzungsausfallentschädigung eben begehrt werden kann. Und ich frage Sie vorab wieder, ist natürlich jetzt schwierig für Sie, das ist mir klar, so einen Fall 2 Minuten zu sehen und schon zu wissen, in welche Richtung das geht. Aber was ist denn eigentlich hier so das Grundproblem? Also warum soll er nicht die Kohle kriegen für diesen Nutzungsausfallschaden? Ah. Ja, wunderbar. Also es geht in die richtige Richtung. Die Begrifflichkeiten, die kommen, gehören genau zu der Problematik, die hier angesprochen wird. Das ist die Frage. Vor allem ist die Frage, wenn man es so ein bisschen prägnanter sagen will, liegt hier überhaupt, ein Kollege hat das so ähnlich hier ausgedrückt, in Normen, ein Vermögensschaden vor. Ja, weil Nichtvermögensschäden sind grundsätzlich nicht ersatzfähig. Man siehe 253, warum die Ausnahmen? Weil er eben grundsätzlich nicht ersatzfähig ist. Nur Vermögensschäden werden ersetzt. Und das ist die Frage, ist ein Nutzungsausfallschaden Vermögensschaden? Ja, das müssen wir wieder und wir hören, es ist genauso wie vorhin, auf wertender Ebene bestimmen. Und jetzt, Verzeihung, ich muss noch ganz kurz zurück in den letzten Fall. Nämlich ein Kollege hat klug gefragt und meinte, ja gut, aber dieses typische Berufsrisiko, was wir gerade eben hatten, kann ich das nicht wenigstens beim Mitverschulden berücksichtigen, wie zum Beispiel die Betriebsgefahr bei Paragraph 7. Das war der Vergleich, der hier gezogen wurde. Den Vergleich lassen wir jetzt mal weg. Der hinkt ein wenig, weil keine Gefahr vom Polizisten selbst ausgeht. Und er hat hier kein Verschulden an sich. Also Sie müssten quasi aus dem Berufsrisiko ein Verschulden an sich selbst begründen. Und es ist eher schwer zu begründen, weil das ist eher eine Frage der Zurechnung, der Frage, ob sich hier eben ob das dem Schutzzweck der Norm unterfällt, als dass hier ein Mitverschulden im engeren Sinne vorgelegen hätte. Wenn überhaupt, können Sie eine Anspruchskürzung analog der Regeln des Mitverschuldens andenken und insoweit fragen, ob und wie das Berücksichtigung finden könnte. Ist aber in diesem speziellen Sachverhalt zumindest aufgrund dieser Ungeheuerlichkeit wohl kein Raum dafür.
Okay, wir gehen aber in diesen wunderbaren zweiten Teil des BGH, zweiten Fall des BGH hinein. Sie sehen, oben habe ich Ihnen immer hingeschrieben, wo Sie das finden, von wann das Urteil ist. Also es ist alles brandaktuell, deswegen lese ich das nicht immer vor. Und ich habe Ihnen auch, wie Sie ja gesehen haben, auch extra schon eine Liste gemacht, wo Sie die Urteile abrufen können. Dort ist natürlich die Argumentation wesentlich tiefer, als ich sie jetzt in der kurzen Zeit bringen kann. Wir müssen uns hier also bei 823.1, denn wieder haben wir keinen vertraglichen, quasi vertraglichen und so weiter Ansprüche, fragen, wie sieht es denn eigentlich aus? Nutzungsausfallschaden ersatzfähig oder nein? Und das prüfen wir grundsätzlich in der Klausur in zwei Schritten. Schauen wir uns die zwei Schritte mal an. Auf der ersten Ebene müssen wir erstmal fragen, ist dieser Nutzungsausfallschaden, der ja im engeren Sinne, also wenn man das Ganze wirklich eng betrachtet, überhaupt gar keinen Vermögensschaden darstellt, auf normativer, wertender Ebene als Vermögensschaden einzuordnen? Also eine spannende Frage, die wir hier im Wege der Abgrenzung erstmal bestimmen müssen. Und dann kommt das, was hier schon angedeutet worden ist im Chat. Das werden Sie auch gleich wiedererkennen, Frau Kollegin. Verzeihen Sie, wenn ich Sie vom Geschlecht her falsch bezeichne, nur ich sehe da nur immer Abkürzungen und wähle mal Frau, mal Herr. Und dann hoffe ich, dass ich richtig liege. Also fühlen Sie sich da nicht irgendwie angegriffen. Auf geht's zum Schritt 2. Im Schritt 2 widmen wir uns der konkreten Berechnung des Schadens im Einzelfall und ob der überhaupt geltend gemacht werden kann. Nicht dem Grunde nach, sondern im Einzelfall. Das ist nämlich der Unterschied. Wir gucken erstmal, ist das, was hier vorgetragen wird, dem Grunde nach überhaupt tauglich, einen Schaden darzustellen? Und im zweiten schauen wir den Einzelfall an. Und im dritten Schritt, wenn wir den vornehmen würden, der ist in der Praxis noch wichtig, ist die konkrete Berechnung. Also wirklich zu gucken, wo kriege ich denn genau die Zahlen her. Das schauen wir uns dann aber in Ruhe an, wie man das macht, am Ende dieses Falls. So. Im ersten Schritt geht es vor allem darum, dass wir einen wirtschaftlichen Schaden von der Schmälerung der bloßen Genussmöglichkeit, die eben nicht darunter fallen soll, abgrenzen. Und im zweiten Schritt geht es darum, dass man sich nicht am Schaden bereichern darf, also nach dem Schadensersatzrecht Bereicherungsverbot. Das ist unter anderem auch in Bezug zu einem hochinteressanten Urteil, was entweder Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres ergangen ist, zum Werkvertragsrecht. Nämlich dort lässt der BGH jetzt nicht mehr die fiktive Abrechnung zu, wenn es um Mängelrecht geht, im Schadensersatzanspruch, aufgrund, und das ist sein Hauptargument, des Bereicherungsverbots im Schadensrecht. Das nur Exkurs und wir sind wieder bei Schritt 1 hier. Nutzungsausfallschaden, genau. Wann können wir den in der Klausur und mit welchen Worten leiten wir das ein und besprechen das Ganze als Vermögensschaden normativ einordnen? Also erstmal das Grundproblem ist eben, dass Nichtvermögensschäden nicht ersatzfähig sind und wir wollen Rechtssicherheit haben. Also jeder, der den anderen schädigt, soll schon von vornherein wissen, wofür muss er einstehen und wofür nicht und sich nicht vom Richter überraschen lassen. Und zum anderen muss dieser Schaden auch irgendwie berechenbar sein und zwar möglichst nach objektiven Kriterien. So, und hier ein Zitat. Daher muss ein der vermögensmehrenden erwerbswirtschaftlichen Verwendung eines Wirtschaftsguts vergleichbarer, eigenwirtschaftlicher, vermögensmäßig erfassbarer Einsatz der betreffenden Sache vorliegen. Also wenn Sie den Satz jetzt nicht sofort verstanden haben, einfach in Ruhe nachlesen nach dem Webinar. Aber das ist die Formulierung, das sind so die Parameter, die der BGH zugrunde legt. Wir müssen einfach das vergleichen können mit etwas, das im Wirtschaftsleben von Bedeutung ist. Und dieser Nutzungsausfallschaden darf eben nicht nur eine bloße Genussschmälerung darstellen. Und das werden Sie wohl kennen, was hier steht. Deswegen begrenzt sich ein Nutzungsausfallschaden von vornherein auf Dinge oder Sachen, deren ständige Verfügbarkeit von zentraler Bedeutung für die Lebensführung typischerweise ist. Und das ist typischerweise auch ein Kfz. Wir werden uns das gleich angucken. Und dann muss auch die Bemessung dieses Schadens, damit wir eben diese Rechtssicherheit und Berechenbarkeit, die ich oben angedeutet habe, haben, nach objektiven Kriterien möglich sein. Und das bestimmt sich wiederum nach der Verkehrsanschauung. Und wir legen da einen strengen Maßstab zugrunde. Was hier wichtig ist eigentlich bei diesen Nutzungsausfallschäden, neben der Tatsache, dass sie die Problematik erstmal dem Grunde nach. Verzeihung, ich habe kurz in den Chat reingeguckt, übersteuertes Mikro geworfen. Ja, ich versuche es ein bisschen weiter weg von mir zu. Vielleicht, wenn ich ein bisschen lauter werde, dass es nicht ganz mitkommt. Hoffe, dass ich jetzt nicht zu leise für Sie bin. Was wichtig ist, also wichtig ist für die Klausur, dass Sie diese zwei Schritte aufzeigen und dass Sie die Grundproblematik aufzeigen. Für Sie, wenn Sie in der Vorbereitung sich mal damit auseinandersetzen, gesetzt haben, was die Rechtsprechung angeht, womit sie durchkommen würden beim BGH und womit nicht. Und Sie sehen, diese strenge Handhabung wird hier deutlich, also bei Wohnmobil, Motorboot, Wohnwagen,
Wohnwagen und Wohnmobil ist kein großer Unterschied, denke ich hier jetzt. Also gleich zu behandeln, natürlich privates Schwimmbad und Pelzmantel, der ist doch besonders lustig, der letzte, wurde das Ganze abgelehnt von der Rechtsprechung. Bejaht typischerweise bei der Nutzung von Kfz, der Wohnung, bei Einrichtungsgegenständen war insbesondere die Kücheneinrichtung, der Fernseher, PC, Laptop, Fahrrad, Elektrorollstuhl, Blindenhund, Internetzugang und Telefon nicht dagegen das Faxgerät bejaht worden. Also das, da sehen Sie, das sind einfach Dinge, wo man sagt, da besteht ein wirklich erhebliches, berechtigtes Interesse daran, die täglich nutzen zu können. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann ist das nach normativer Bewertung ein Vermögensschaden, und daher kann eben dieser Nutzungsausfallschaden dem Grunde nach geltend gemacht werden. So, dann sind wir mit Schritt 1 durch, und fragen uns allerdings, aber hier ist ein Motorrad und von einem Motorrad stand jetzt bei dieser Rechtsprechungsübersicht von mir so gar nichts. Und deswegen schauen wir mal, wie es aussieht. Und nach der Verkehrsauffassung stellt eben diese Gebrauchsmöglichkeit eines Kraftfahrzeugs ein vermögenswertes Gut dar, was wir gesehen haben. Und jetzt ist die Frage, können wir das auf ein Motorrad übertragen? Und genauso wie beim Kfz ist es ja so, bei einem Auto, dass sie aufgrund dieses Fahrzeugs unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln sind und eine Zeit- und Kraftersparnis dadurch eintritt, und deswegen diese ständige Verfügbarkeit eben wichtig ist. Und das Gleiche, da gibt es keinen Unterschied zwischen einem Auto und einem Motorrad. Was natürlich wichtig ist, dass es auch, das werden wir dann sehen, das einzige Fahrzeug ist, was mir zur Verfügung steht. Wenn ich natürlich einen ganzen Fuhrpark habe und jemand schädigt mir ein Auto, dann gibt es keinen Ersatz, weil ich habe ja ein anderes, und aus diesem Grund ist diese Zeit- und Kraftersparnis nicht aufgehoben, sondern ich kann nicht mehr zwischen den Fahrzeugen wählen. Aber das ist ein ganz anderes Problem. Also hier hatten wir das einzige Fahrzeug, und deswegen liegt hier nach normativer Betrachtung eben ein Vermögensschaden vor. Die Frage ist, wie wirken sich diese, wenn jetzt so Argumente im Sachverhalt stünden? Ja, da sagt eben hier der, ich weiß nicht mehr, wie er vom Buchstaben her hieß, wahrscheinlich Kläger, also K. Ja, außerdem meine Harley, die war so unglaublich gemütlich. Und jetzt fahre ich auf dem Fahrrad oder im Bus und dann tut mein Po viel mehr weh, weil es ist nicht so bequem. Ja, dann würden Sie sagen, dass dieser Gewinn an Bequemlichkeit, wenn sowas im Sachverhalt drin vorkommt, dann müssen Sie es ja aufgreifen, eben nicht relevant ist, weil das ist nicht das, was geschützt werden soll. Die Bequemlichkeit, ja, das ist nur Schmälerung des Genusses, und darauf kommt es nicht an. Oder auch, wenn er sagt, ja, klar, ich nutze mein Fahrzeug, also mein Motorrad jetzt hier zwar nicht, um auf Arbeit zu kommen oder irgendwo hin, aber freizeitmäßig fahre ich damit echt unglaublich gern rum, dann wäre es wie das Schwimmbad. Das ist nur eine Freizeitbeschäftigung, eine Genussschmälerung und eben nichts, worauf man eben auf die Verfügbarkeit so angewiesen ist. Deswegen auch die bloß alleinig freizeitmäßige Nutzung würde hier die Ersatzfähigkeit ebenfalls ausschließen. So, aber das tut es hier alles nicht. Deswegen besteht der Anspruch dem Grunde nach aus 823.1. Verzeihen Sie vielmals, ich bin etwas angeschlagen da. Müssen wir mal ein bisschen kurz langsam machen. Wir sind bei Schritt 2. Und jetzt müssen wir uns aber angucken, jetzt haben wir ja Schritt 1 bestimmt. Und Schritt 1 hat gesagt, ist es etwas, was ich aufgrund wertender Betrachtung als Vermögensschaden betrachten kann, ja oder nein? Ja. Schritt 2 ist, muss ich vielleicht eine Einschränkung vornehmen im Hinblick auf das Bereicherungsverbot, was ich ja berücksichtigen wollte. Und hier kommen die zwei Elemente zum Zuge, die bereits auch einleitend schon als Antwort gebracht worden sind, als ich gefragt habe, in welche Richtung geht der Fall. Und das ist die Frage nach dem Nutzungswillen und der Frage der Nutzungsmöglichkeit. Und hier erinnern wir uns, war ja im Fall gesagt worden, dass, ich sehe gerade, dass hier die Übertragung etwas langsamer läuft, als ich es mir wünschen würde. So, jetzt sehen Sie auch das, wo ich bin. Moment. So, jetzt öffne dich. Mein Bildschirm ist etwas vor Ihrem. Na, hoffentlich kommt das noch. Also bei mir steht schon der Nutzungswille und die Nutzungsmöglichkeit als Kästchen. Ja, da kommt das jetzt auch bei Ihnen etwas verzögert, ist ein bisschen schade. Und wir haben ja mitgekriegt, der 40 Tage stand das Moped still, aber 30 Tage hätte er es eigentlich nur genutzt, weil an den 10 Tagen, wenn ein Tropfen kommt, setzt er sich nicht drauf. Also ist der Nutzungswille insoweit nicht da. Also ist schon klar, dass die 10 Tage nicht ersatzfähig sein können, weil hier, der darf sich nicht bereichern, er kann nicht Ersatz für etwas verlangen, das
er nicht genutzt hätte. Ist klar? Okay, super. Und dann die Nutzungsmöglichkeit, die hatte er dem Grunde nach schon, aber Nutzungswille hat schon nicht vorgelegen. Und denken Sie bei der Nutzungsmöglichkeit immer daran, das sind häufig die Fälle, wo jemand, was weiß ich, der liegt 3 Wochen im Krankenhaus und dann will er eben Behandlungskosten, Schmerzensgeld und will nebenbei Nutzungsentschädigung für den Nutzungsausfall am PKW, sagen wir jetzt mal, und lag aber im Krankenhaus, hätte es gar nicht nutzen können. Oder er hat beide Arme gebrochen, whatever. Ja, also all diese Fälle, bei sowas denken Sie dran. Okay, aber wir wollen jetzt nicht Fälle machen, die jetzt nicht dazugehören. Das ist das Stichwort auch, dass die Beeinträchtigung fühlbar sein muss. Und der Sachverhalt war so nett. Ja, 40 € steht jetzt hier, 45 stand, glaube ich, im Sachverhalt. Dann rechnen Sie es damit um, ist wurscht. 30 Tage, A, den Satz, den man zugrunde legen muss, jetzt aus dem Sachverhalt, ist der Ersatz. Und der Ersatz in der Praxis bestimmt sich typischerweise nach Tabellen. Oder in der Klausur kriegen Sie häufig die Angabe, dass ein Mietwagen oder ein Mietmotorrad jetzt in diesem Fall so und so viel gekostet hätte pro Tag. Da ist immer wichtig, dass Sie, wenn Sie dann den konkreten Ersatz bestimmen, klarstellen, dass eben Sie zwar grundsätzlich jetzt diesen Tagesmietsatz zugrunde legen können, aber Sie müssen ihn kürzen. Warum müssen Sie ihn kürzen? Jetzt stellen Sie sich mal die Firma Sixt vor, dann wird Ihnen das ganz schnell deutlich. Die haben Angestellte, die haben Büros, die sie bezahlen müssen. Das wird alles auf den Nutzungspreis aufgeschlagen. Das heißt, der Preis setzt sich zusammen, A, aus Möglichkeit der Nutzung, den Wert, den das Ganze hat. Obendrauf kommt natürlich, dass die ihre ganzen Gebäude und Personen bezahlen müssen. Und obendrauf kommt noch, dass sie natürlich Gewinn machen wollen. Also müssen wir schon 30, 40% ungefähr abziehen von dem Betrag, den so etwas auf dem Markt zur Miete kosten würde. Und dann haben wir, wenn wir das anhand der Mietpreise bestimmen, ungefähr den Betrag, den eben die Nutzung am Tag wert ist. Okay, das dazu, das war beim BGH-Fall nicht enthalten. Da wurde das schon bestimmt. Und ja, das war es auch schon zu diesem Fall. Wunderbar. Da werde ich gefragt, ob man das so ausführen soll. Ich weiß nur nicht genau, was meinen Sie das mit den 2 Schritten? Meinen Sie das mit den Mietkosten? Wenn Sie die Mietkosten hätten, Sie können darauf verweisen, einfach, dass dort eben auch eine Gewinnspanne berücksichtigt wird. Dann sieht der Korrektor, ah ja, Sie checken, worum es geht. Sie müssen jetzt nicht einzeln aufzeigen, oh, Personalkosten und so, außer sowas wäre im Sachverhalt enthalten. Ja, ist aber eher selten, dass da jemand schreiben würde, 10% sind Personalkosten, 20 Gebäudekosten, bla bla. Dann würden Sie es aufgreifen. Ansonsten reicht es darauf hinzuweisen, dass eine Kürzung vorzunehmen ist, zu sagen, dass Sie ungefähr eine Pauschale zwischen 30 und 40% zugrunde legen der Kürzung und vielleicht als Halbsatz, dass das eben vorzunehmen ist, weil typischerweise auch die Gewinnspanne in solchen Preisen enthalten ist. Aber ansonsten nichts. Und wir sind beim nächsten Urteil, freuen uns riesig drauf. Und ja, ein Fall, der tatsächlich in der Praxis häufig auch vorkommt. Deswegen nichts, was Sie langweilen sollte. Auf geht's. Die K erwarb aufgrund notariellen Kaufvertrags endlich einen Grundstückskauf. Freut die Prüfungsämter immer riesig, wenn so Fälle kommen. Von B unter Ausschluss der Haftung. Ausschluss der Haftung, auch was ganz Tolles. Mit einem Grundstück obendrauf das Ganze zu einem Kaufpreis von 120.000 Euro. Und da gab es ein Verkaufsexposé, das hat der Makler vorher online gestellt und das hat sich der Käufer auch angeguckt und da stand unter anderem drin, der Keller ist super trocken, ganz toll. Der Keller war nicht als Wohnraum vorgesehen und gestützt auf die Behauptung, sie sei über die Feuchtigkeitserscheinungen im Keller arglistig getäuscht worden, erklärt die Käuferin später nach Auflassung und Eigentumsübertragung natürlich und ordnungsgemäßen Kaufvertragsschluss unter Einhaltung der notariellen Form den Rücktritt und verlangt eben ja, die Folgen des Rücktritts, also Rückzahlung des Kaufpreises, Zug um Zug gegen Rückübereignung des Grundstücks. Und die Beklagten haben also die Beklagten sind hier die Verkäufer, haben vor der eigentlichen Hausbesichtigung die Kellerwände mit weißer Farbe überstrichen, also eine sogenannte Verkaufslackierung durchgeführt, um so den Eindruck zu vermitteln, der Keller sei in jeder Hinsicht trocken. Also das Ding, was Sie hier sehen, stellen wir uns mal vor, war tipptopp weiß und abgesaugt und ein halbes Jahr später sah es wieder so aus. Und ja, ist jetzt die Frage, wie lösen wir das Ganze auf? So, vielleicht wieder die Frage, vielleicht hat jemand eine tolle Idee. Wo liegt eigentlich das Problem? Sieht hier jemand irgendein Problem? Also warum nicht, ne? Soll er doch zurücktreten? Wirksamer Haftungsausschluss könnte ein Problem sein. Wunderbar. Ja. Dann die Frage, wie kriegen wir den los? Okay, jetzt gehen wir vom Haftungsausschluss weg, das haben alle gesehen. Ist die Frage natürlich, wo soll denn hier ein Mangel sein?
Ja, die haben sich doch über gar nichts geeinigt. Genau, Rücktrittsgrund ist die Frage. Ja, aber schauen wir mal rein. Ja, ah, wunderbar. Ja, das sind tolle Fragen, die Sie stellen. Gefällt mir wunderbar. Also ganz toll. Sie gehen genau in die richtige Richtung und wir würden uns hier Fragen 437 Nummer 2, 346 1, 323 4, 33. Beim Rücktrittsgrund denken wir mal dran, 323 kommt in Betracht oder 326 Absatz 5 insbesondere, die zwei wichtigsten Rücktrittsgründe zumindest erstmal. Aber hier gehen wir jetzt mal nicht von Unmöglichkeit der Behebung aus. Deswegen prüfen wir 323 Absatz 1, Kaufvertrag, insbesondere 433. 311b Absatz 1 Satz 1, also die Notwendigkeit der notariellen Beurkundung des Vertrags. Wir gehen davon aus, dass das durchgeführt worden ist, denn wir wollen zu den zentralen Themen vorstoßen. Frage, liegt hier überhaupt ein Mangel vor? Ja, so, was gibt es denn für Mängel? Wir wissen 433.1.1, ne, vereinbarte Beschaffenheit. Haben die Beschaffenheit vereinbart? Für Ja oder Nein machen Sie mal J oder N, wenn ich Sie was frage am besten, dann haben Sie es knapp und kurz. Haben die Beschaffenheit vereinbart, der Keller soll trocken sein? Verkäufer und Käufer, haben die das gemacht? Nein, sagen alle. Wunderbar. Und Recht haben Sie. Ab und zu kommt ein Ja und Unrecht haben Sie. Das liegt daran, weil zwei Dinge gibt es, die ganz wichtig zu wissen sind zur vereinbarten Beschaffenheit. Eigentlich mehr, aber das sind jetzt die an dieser Stelle. Zum einen natürlich müssen sich die Parteien im Vertrag darüber geeinigt haben, entweder konkludent oder ausdrücklich. Und hier hätten sie sich natürlich im notariellen Vertrag darüber einigen müssen. Und das hat ja nicht stattgefunden. Die haben einfach einen Vertrag geschlossen. Was dort steht, da gab es vorher irgendein Makler-Exposé. Das war in der Welt, im Internet zum Beispiel, oder es wurde beim ersten Gespräch irgendwie vom Makler vorgelegt, aber die haben sich nie darüber geeinigt und es steht auch nicht im Sachverhalt drin, dass die irgendwie darüber gesprochen hätten oder es konkludent einbezogen hätten beim Vertragsschluss. Also kann man von 434.1.1 nicht ausgehen und was noch wichtig ist bei 434.1.1, der darf im Zweifel, also wenn Sie Zweifel haben in der Klausur, und das machen Sie auch gerne deutlich, liegt keine Beschaffenheitsvereinbarung vor. Ja, ganz wichtige Geschichte, das hat der BGH im sogenannten Ebersamen-Fall, den wir auch in der Juristakademie als Falltraining besprochen haben. Und ich glaube, bei BGA und Co. habe ich Ihnen den eingestellt oder stelle Ihnen den bald ein, wurde das klargestellt, dass eben eine Beschaffenheitsvereinbarung nur in eindeutigen Fällen angenommen werden kann, was mitunter daran liegt, dass im Falle des Zusammentreffens eines Gewährleistungsausschlusses und einer Beschaffenheitsvereinbarung der Gewährleistungsausschluss eben von der Beschaffenheitsvereinbarung, wenn Sie so wollen, zerstört wird, was daran liegt, 242 widersprüchliches Verhalten. Okay. Dann vereinbarte Verwendung. Nein, gab es auch nicht. Und 434.1.2 Nummer 2. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich weiß nicht, ob ich das im Sachverhalt übernommen habe. Ich muss immer brutal kürzen, deswegen entfällt mal das ein oder andere Detail. Das Haus war aus den 60ern, 70ern. Und jetzt sah das nicht ganz so wie auf dem Bild aus im echten Fall, sondern es war so, dass der Keller wirklich nur feucht war, sodass der BGH in dem Fall gesagt hat: Naja, wenn der nicht zu Wohnraumzwecken gedacht ist, der Keller, dann ist Feuchtigkeit im Keller nicht unüblich. Ja? Also wenn es natürlich so ausgesehen hätte, wirklich wie auf dem Bild oben, dann wären wir bei Nummer 2. Insoweit war mein Verweis auf das Bild nicht ganz so gut beim Vorlesen des Sachverhalts. Also es sah normal feucht aus, sagen wir jetzt mal, für ein wirklich altes Haus. Deswegen ist Nummer 2 nicht da. Seien Sie sich sicher, im Examen kriegen Sie eindeutige Sachverhalte und nicht die gekürzten aus dem BGH, die man Ihnen kurz präsentiert. Deswegen solche Ungenauigkeiten, die werden Sie nicht haben. Also hier geht es darum, das ist es nicht. Was bleibt dann noch als Mangel? Also hat jemand eine Norm für mich? Weil ansonsten würden wir sagen, ja gut, kein Mangel, kein Rücktrittsgrund, Gewährleistungsrechte nicht eröffnet. Was machen wir? Irgendeine Norm für mich. Irgendwer. Sie wissen's. Ja, wunderbar. Ja, nee, Verzeihung, da fehlt noch ein Satz. Sie haben Nummer 2 nur geschrieben. Absatz 1, Satz 2, Nummer 2, den haben wir gerade besprochen und gesagt, nee, der ist es in dem Fall nicht. Ich hoffe, ich habe Sie nicht verwirrt damit, dass der Keller nicht so aussah wie auf dem Bild, sondern ein bisschen besser, also üblich. Wir gehen jetzt einfach von der Üblichkeit aus. Ja, wunderbar. Vielen Dank. In Verbindung mit Satz 3. Ja, lesen Sie sich Satz 3 durch. Öffentliche Äußerungen können auch einen Mangel darstellen. Und das ist hier der Fall, also beziehungsweise die Frage, ist das Exposé hier zu berücksichtigen, was vorher eben da im Internet rumschwirrte oder dem Käufer vorgelegt wurde. Und das ist eben die Frage, gilt Paragraph 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 3 auch für Grundstücke? Und die Antwort ist ja, tut es. Und
beides das tut, müssen wir das natürlich auch berücksichtigen. Es liegt auch kein Ausnahmefall vor, wo eben drin steht, wo eben das eben im Sachverhalt drin steht, dass dieses Exposé richtig gestellt wurde im notariellen Vertrag, dass darauf hingewiesen wurde, Entschuldigung, aber der Keller ist gar nicht trocken, ja, so dass wir sagen könnten, okay, du kannst dich auf den Mangel nicht berufen, und aus und eine fahrlässige Unkenntnis kann hier zumindest bei Einsatz eines Maklers angenommen werden. So, und dass diese Tatsache eben, dass diese Trockenheit nicht in den Vertrag aufgenommen wurde, ist völlig unschädlich. Denn würden wir die Behauptung aufstellen, dass alles, was einen Mangel darstellen kann, in der notariellen Urkunde stehen muss, dann würden wir Satz 3 ja gerade für die Grundstücke ausschließen. Deswegen ist das nicht möglich. Und wir haben eben keine schuldlose Unkenntnis oder Berichtigung, die ich schon angesprochen habe, weswegen wir hier von einem Mangel nach Satz 3 ausgehen können. Was der BGH auch ganz deutlich klarstellt, das vielleicht als kleinen Hinweis nebenbei, es ist unerheblich, ob ein Makler-Exposé oder Verkäufer-Exposé vorliegt. In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein kurzer Hinweis, auch 2017er Rechtsprechung, deswegen sowas kommt immer mit einem Satz daneben. Ist, was ist eigentlich, wenn zwei Verkäufer ein Grundstück veräußern? Einer von beiden ist arglistig, der andere ist gutgläubig und beim Vertragsschluss ist der Arglistige überhaupt nicht beteiligt im Sinne von, der ist irgendwo krank, weg, Urlaub, was weiß ich. Und nur der andere tritt nach außen gutgläubig auf, hat auch keine Ahnung, wie arglistig der andere ist. Kann man später diese Arglist berücksichtigen? Antwort des BGH: Ja. Zwar gibt es hier keine unmittelbare Zurechnung, aber die Zurechnung erfolgt daraus, dass eben die Verkäufer hier als eine Einheit zu verstehen sind und sich deswegen wechselseitig die Arglist auch zurechnen lassen müssen. Okay, lag der Mangel bei Gefahrübergang vor? Ja, unproblematisch. Rücktrittsgrund ist dann 323 Absatz 1 Alternative 1. Fristsetzung könnte man an 323 2 Nummer 3 oder 440 denken. Entbehrlich. Ausschluss wegen 326 Absatz 5 Halbsatz 2. Minus und ein Ausschluss wegen der Parteiabrede schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Wir haben ja diesen Haftungsausschluss gesehen und wir wissen, den Ausschluss müssen wir immer die Reichweite erstmal gucken. Also sobald Sie einen Haftungsausschluss in der Klausur machen, ist das Erste, was Sie schreiben sollten, ist erstmal ist zu gucken, wie weit die Reichweite des Haftungsausschlusses ist und wie bestimmt man das Ganze, machen Sie das auch bitte immer. Immer wenn Sie auslegen, bringen Sie auch die Normen, also 133, 157 und hier ist das Urteil, auf das ich übrigens vorhin verwiesen habe, der Ebersamen-Fall vom 27.09.2017. Genau. Nein, verzeihen Sie, das ist ein anderes Urteil. Genau, darauf wollte ich auch noch verweisen, aber es ist auch aus 2017. Und zwar, ich habe ja vorhin angedeutet, wenn Gewährleistungsausschluss zusammenstößt mit Paragraph 434 Absatz 1 Satz 1, dann schlägt die Beschaffenheitsvereinbarung auf den Gewährleistungsausschluss durch. Und dann ist er insoweit so auszulegen nach Treu und Glauben, dass er eben solche Umstände nicht erfasst, die Gegenstand einer Beschaffenheitsvereinbarung sind. Und der BGH musste sich letztes Jahr mit der Frage auseinandersetzen, ob diese Rechtsprechung auch auf 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 3 zu übertragen ist und hat dazu gesagt, nein, nähere Begründung nehmen Sie bitte unseren Urteilen bei BGH und Co. Alles klar, weiter geht's. Also wir haben einmal die Auslegung, aber hier sehen wir eben, diese Auslegung ist nicht geboten. Das hat der BGH schon vorher klargestellt, hier hat er das weitergeführt und dann müssen wir gucken, ist das vielleicht irgendwie unwirksam, dieser Haftungsausschluss aus anderen Gründen und hier Paragraph 444 Garantie haben wir nicht, weil daran sind strenge Anforderungen zu stellen, aber wir haben über die Arglist gesprochen und im Fall der Arglist kann man sich auf den Gewährleistungsausschluss nicht berufen. Deswegen ist das jetzt gar nicht so wild an dieser Stelle. Und da kommen wir relativ zügig durch, sind bei der Rechtsfolge 346, 1, 3, 48, 3, 20 folgende analog. Anspruch auf Rückzahlung der 120.000 Euro Zug um Zug gegen Rückübereignung des Grundstücks. So, jetzt stand da aber oben in der Fallfrage, was für Ansprüche bestehen im Hinblick auf die Möglichkeit, dass man das Ganze Zug um Zug rückabwickelt und dann war der BGH noch nicht ganz fertig. Er überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen an dieser Stelle, indem er schreibt 437 Nummer 3280 1 3281. Dann sagen Sie, hä, Schadensersatzanspruch, der will doch Rückabwicklung des Vertrags. Ist der BGH irre? Nein, ist er nicht. Denn Kaufvertrag, Mangel bei Gefahrübergang haben wir, Fristsetzung und Zumutbarkeit haben wir auch schon festgestellt, vertreten müssen in dem Fall, ne, weil wir haben Pflichtverletzung in Form des Mangels. Dann haben wir das vertreten müssen, wird erstmal vermutet, dann 276 Absatz 1, Absatz 2.
Und dann Haftungsausschluss greift nicht. Und was ist die Rechtsfolge aus 249.1? Naja, ich soll so gestellt werden, wie ich stünde, wenn der zum Schaden führende Umstand nicht eingetreten werden. Wie stünde ich denn, wenn ich gewusst hätte, dass dieser trockene Keller nicht trocken ist? Naja, dann hätte ich den Vertrag im Zweifel nicht geschlossen oder zu anderen Konditionen. Und wenn dem so ist, wir schauen uns die genauen Rechtsfolgen auch nochmal in der Culpa in Contrahendo an, dann ist eben der Anspruch auf Rückabwicklung des Vertrags im Wege der Naturalrestitution zurück zu erstatten. Ich werde hier gerade gefragt, ob der Mangel nicht anfänglich ist. Ja, ist ein anfänglicher Mangel. Sie wollen Richtung 311a Absatz 2, nehme ich an, aber das ist die anfängliche Unmöglichkeit. Und da hängt es vom Fall einfach ab, ist die Nacherfüllung grundsätzlich möglich oder nicht möglich. Ja? Und hier wissen wir es einfach nicht. Dafür ist der viel zu schwammig, der Fall von mir, so wie ich ihn formuliert habe, weil ich darauf gar nicht so sehr hinaus wollte. Sondern wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben es mit einem behebbaren Mangel zu tun. Ist auch aus praktischer Sicht im Übrigen so, Sie können x-weise Kieselsäurebohrungen machen, dadurch die Wände abdichten. Das heißt, in der Regel kriegen Sie einen Keller trocken. Da gibt es verschiedene Methoden, drei, die wesentlich sind, aber auf die gehen wir jetzt nicht ein. Also wir gehen davon aus und das hat jetzt deswegen nicht 311 Absatz 2 jetzt hier was zu suchen. Aber trotzdem gut, dass Sie an ihn denken. Daran muss man auch immer denken. Okay, aber daneben stehen vielleicht noch, ich gehe jetzt mit Absicht so ganz schnell dadurch, quasi vertragliche Ansprüche, Culpa in Contrahendo. Da muss man sich aber bei der Culpa in Contrahendo und im Kaufrecht immer vorher fragen, Anwendbarkeit, hallo, vielleicht wird das Kaufrecht umgangen. Und so ist es auch. Grundsätzlich hat die Culpa neben dem Kaufrecht gar nichts verloren, wenn die Pflichtverletzung auf einen Mangel bezogen ist. Und ist sie hier ja. Hier geht es ja die ganze Zeit um diesen feuchten Keller. Der feuchte Keller ist der Mangel. Also eigentlich ja nicht. Warum nicht? Naja, weil überwiegend eben 438, 442 umgangen werden könnten. Das wollen wir nicht. Aber ausnahmsweise geht die Culpa. Wann geht die Culpa ausnahmsweise? Wenn die Pflichtverletzung nicht nach Mangel bezogen ist. Ja, okay, alles klar. Das ist billig, aber auch im Fall der Arglist, so nach herrschender Meinung zumindest. Und da wird insbesondere darauf verwiesen, dass die Fristen anders sind im Hinblick auf die Verjährung. 438.3, 442, 444 auch besondere Regelungen für die Arglist vorsehen. Und aus diesem Grund hier keine Notwendigkeit besteht, hier so eine Beschränkung vorzunehmen. Wir haben also ein vorvertragliches Schuldverhältnis. Wir haben auch eine Pflichtverletzung nach 241.2. Und können hier können wir an zwei Punkte anknüpfen. Hier können wir zum einen eben daran anknüpfen, dass die gar nicht erst gesagt haben, dass der Keller feucht ist. Und zum anderen können wir aber an diese Verschleierung des Mangels in Form dieser Verkaufslackierung natürlich anknüpfen. Vertreten müssen liegt vor. Das Ganze war ja, wenn die da Absicht gestrichen haben, ist es natürlich vorsätzlich, braucht man gar nicht drum herum reden. Was ist der Schaden? Der Schaden ist der ungünstige Vertrag. Und jetzt schauen wir uns die Rechtsfolge an. Das ist das, was ich schon angedeutet habe beim Schadensersatz statt der Leistung. Wollen wir mal gucken. Der BGH stellt eindeutig klar, der sagt, hier gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze abzuwickeln. Das hängt eben vom Willen des Käufers in dem Fall ab. Entweder er behält das Grundstück und macht den Minderwert geltend, anknüpfend an BGHZ 168,35 auf Seite 39. Oder er sagt, Vertragsauflösung und Aufwendungsersatz will ich haben. Hier haben Sie noch eine Fundstelle, wo Sie so etwas nachlesen können. Ergebnis ist dann natürlich die Rückabwicklung des Vertrags, Zug um Zug gegen Rückübereignung. So, wie sieht es denn aus? Bereicherungsrecht vielleicht, 812 fortfolgenden, nein, sind von 346 folgenden gesperrt. Das sind die spezielleren Regelungen, wenn es um das Rückgewährschuldverhältnis geht. Aber im Fall des BGH war etwas, das ich Ihnen vorenthalten habe oben. Der hat nicht nur das Grundstück gekauft, der hat auch noch, sagen wir mal, einen Stuhl, einen Schrank und sonst was, was im Haus war, für 1000 Euro zusätzlich gekauft. So, jetzt bei dieser Rückabwicklung, es sind ja zwei Verträge. Das eine war dieser Grundstückskaufvertrag und das andere war der Kaufvertrag, sagen wir mal, über den Stuhl. Ja, und jetzt war die Frage, was ist mit dem Stuhl? Ja, bleibt der Vertrag dann aufrechterhalten oder nicht? An welche Normen denken wir? Haben Sie eine für mich? Ich lese so lange ein bisschen in den Kommentaren rum. Wunderbar ist hier Paragraph 139 genannt worden. Diesen könnte man hier analog zur Anwendung gelangen lassen, denn Grundstückskaufvertrag und diese zusätzlichen Zubehörsachen, die da gekauft worden sind, sollen Hand in Hand gehen im Zweifel und deswegen sind die im Zweifel nichtig. Hier gilt aber der Rücktritt nicht, davon sind sie nicht umfasst, deswegen würden wir dann 812.1.1 bzw. Alternative 2 dann prüfen in Gestalt der Leistungskondition.
Verzeihung, 812.1.1 beziehungsweise Satz 2, also nachträglicher Wegfall oder eben sogleich wegen ohne Rechtsgrund prüfen und über 139 vorgehen. Ja, auch eine Anfechtung käme in Betracht, natürlich. Wenn Sie über die Anfechtung gehen, dann hätten wir keinen Rücktritt, hätten wir keine besonderen Regelungen, die hier zu beachten sind, dann würden wir über 812 lösen, ganz genau. Ja, 313 allerdings wäre hier subsidiär und daher würden wir über 313 nicht vorgehen. Und wir schaffen es, ja, wir sind schon mit der Zeit fast durch. Sehen Sie es mir nach, ein bisschen länger wird es dauern, aber wir sind relativ zügig. Wem ich zu zügig bin, der sagt einfach kurz Bescheid. Sekunde, ich muss ganz kurz was nachsehen und dann sind wir dabei. Ich gebe Ihnen so lange das Urteil hier schon mal, den Sachverhalt hier schon mal, dann können Sie schon mal lesen und dann machen wir so gleich weiter. Okay, ich hoffe, Sie haben gelesen. Ich habe nämlich nochmal ganz kurz in 311c reingeguckt. Eine Kollegin oder ein Kollege hat hier gesagt, ja, warum nicht 311c? 311c lautet folgendermaßen, hier jetzt bei dem Fall vorher, ne, noch bei dem Zubehör, also bei den Stühlen und so weiter, verpflichtet sich jemand zur Veräußerung oder Belastung einer Sache, so erstreckt sich diese Verpflichtung im Zweifel auch auf das Zubehör der Sache. Ja, im Zweifel. Aber hier haben die Parteien gesondert einen Vertrag geschlossen über die anderen Sachen. Das heißt, sie haben zum Ausdruck gebracht, eben, dass diese Zweifelsregel hier wohl widerlegt sein soll, weil sonst hätten die einfach nur den Grundstückskaufvertrag gemacht macht und das Zubehör mit übereignet, dann könnte man auf 311c zugreifen, nachdem man geprüft hat, ob Zubehör vorliegt. Aber wenn die einen zweiten Vertrag daneben schließen, separat, dann machen sie ja gerade deutlich, dass es wohl nicht vom Grundstückskaufvertrag umfasst sein soll. Dann haben wir zwei Verträge, die nebeneinander stehen und dann kommen wir zu 139. Verzeihen Sie die kurze Pause mit der Antwort, aber ich musste tatsächlich kurz nachdenken, ob Sie nicht goldrichtig liegen und ich hier ein bisschen, ja, nachbessern muss. Okay, toller Fall, der jetzt drankommt. Weil normalerweise, wenn man Sie ja in der Klausur fragen würde, hier hat jemand einen notariellen Kaufvertrag geschlossen. So, Auflassung ist erfolgt, dann treffen die zwei sich nochmal, ändern irgendwas am Kaufpreis und dann wollen die behaupten, das wäre wirksam. Was sagen Sie, ist das wirksam, hinterher ohne Einhaltung der notariellen Form an sowas rumzudoktern oder nicht? Geht das oder nicht? Nee, geht nicht, sagt die Kollegin. Was sagen die anderen? Die sind noch etwas unschlüssig. Ja, also 50-50 ungefähr, wobei geht nicht, eher vorkommt 117, passt in diesem Zusammenhang jetzt nicht, weil alles, was die erklärt haben, war gewollt. Also hier ist nichts zum Schein erklärt worden. Das sollte so sein. Das ist nicht der Fall, dass hier zwei Verträge geschlossen werden, der eine zum Schein, der andere nicht. Also der absolute Klassiker aus den Lehrbüchern. Nein, das ist neue Rechtsprechung des BGH, über die sich die Literatur nicht freut, weil die Literatur hier genau anderer Ansicht ist. Also alle von Ihnen liegen richtig, egal was Sie sagen, aber der BGH sagt, ist wirksam. Warum? Wie kann das wirksam sein? Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, Moment. Oh, jetzt funktioniert das Ganze auch. Woraus kommt überhaupt ein solcher Anspruch auf Kaufpreiszahlung? Naja, wenn dann aus 433.2. Sie haben sich alle den Sachverhalt hoffentlich durchgelesen, weil ich bin den gar nicht durchgegangen. Jemand, nein, bitte zurück zum Sachverhalt. Dann mal ganz kurz schreiben, dann gehe ich nochmal zurück, ansonsten presche ich voran. Zurück. Naja, alles klar, gar kein Problem. Also, ich lese einfach einmal vor, dann sind wir alle dabei. Der B kauft mit notariell beurkundetem Vertrag vom 4. Mai 2011 von K eine Eigentumswohnung zu einem Preis von 300.000 Euro. In dem Vertrag erklären die Parteien die Auflassung und B beantragt die Eintragung des Eigentumswechsels in das Grundbuch. Der beurkundete Notar wird allerdings eingewiesen wird er hoffentlich nicht, eine die Auflassungserklärung enthaltene beglaubigte Abschrift oder Auswertigung der Urkunde erst zu erteilen, wenn ihm die Zahlung des geschuldeten Kaufpreises nachgewiesen worden ist. Mit Schreiben vom 24. Juli 2011, also nur schriftlich, verlangt B von K eine Kaufpreisminderung von 30.000 Euro. Der sagt, naja, mach mal aus bestimmten Gründen, das stand beim BGH-Urteil genauer drin, aber das ist doch wurscht. Haben die auf jeden Fall sich geeinigt. Der B zahlt so dann die 270.000 Euro, so ist ja die neue Einigung. Und dann klagt der Kläger, also hier der Verkäufer, auf Zahlung des Weiteren.
späteren Kaufpreises, auf den die sich ursprünglich geeinigt haben, also die 300.000 Euro, und sagt, da fehlen doch noch 30.000. Und der andere sagt, hä, wir haben uns doch auf eine Änderung geeinigt, was willst du noch von mir? Ja, und das ist gerade die Frage. Okay, und jetzt habe ich im Kommentar gesehen, dass jemand gesagt hat, na klar konnten die das ändern, das ist doch Privatautonomie. Das Argument würde mich von vornherein nicht überzeugen, denn sonst müsste ich sagen, naja, gut, aber dann warum notarieller Kaufvertrag überhaupt nötig? Das ist eine gesetzliche Einschränkung der Privatautonomie und die ist zu berücksichtigen, deswegen dieses Argument greift nicht durch. Die Frage ist eben anders zu beantworten, aber das will ich ja gar nicht vorwegnehmen. Also 433.2, Anspruchsgrundlage auf Zahlung beim Kaufvertrag. Einigung, klar, 145 fortfolgende. Wir brauchen Angebot, Annahme, unproblematisch. Wir müssen dabei die Form einhalten. Der gesamte Vertrag ist notariell zu beurkunden. 311b Absatz 1 Satz 1. Jetzt wird's spannend. Anspruch untergegangen. Ja, wir haben eine Einigung. Einigung, Änderungsvertrag hier vielleicht, genau, 311 Absatz 1 könnte man hier anführen. Aber es ist wurscht. Also Hauptsache Änderung, ist die wirksam und wo können sie unwirksam sein? Na klar, alle schreien formbedürftig. Genau, so ist es auch. Und jetzt müssen wir uns angucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Formbedürftigkeit von Änderungen eines Grundstückkaufvertrags. So. Grundsatz ist, nachträgliche Änderungen müssen notariell beurkundet werden. Also wäre das beim BGH-Fall so geblieben, dann hätte ich ihn nicht aufgenommen als Besonderheit. Aber gibt es Ausnahmen oder gibt es sie nicht? Es gibt eine Ausnahme, die ist fast unstreitig gegeben, wenn bloß besondere, unvorhergesehene Schwierigkeiten ohne große Änderung, wesentliche Änderung der Parteipflichten nachträglich geändert werden. Das ist okay. Ja? Aber das ist es hier nicht. Hier ändert sich sehr wohl die Verpflichtung der Parteien wesentlich, 30.000 Euro weniger. Gesagt wird noch teilweise, Änderungen nach erklärter Auflassung wären formfrei möglich. Das ist das Spannende und das ist hier die spannende Frage. Denn wir erinnern uns, im Sachverhalt stand schon drin, die Auflassung wurde schon erklärt. Also Auflassung ist die dingliche Einigung im Hinblick auf den Eigentumserwerb. Okay. So, und da schauen wir jetzt mal rein, was man dazu so sagen kann. Änderungen nach bindender Erklärung, Auflassung formlos möglich oder nicht. Streitig, haben wir ja schon gesehen. Und wir schauen uns gleich mal an. Ich habe Ihnen versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen. Es lohnt sich an der Stelle ins Urteil reinzugucken, weil hier natürlich die Argumentation sehr dick ist an beiden Stellen. Das ist eigentlich so der zentrale Schwerpunkt dieser Klausur. Ich habe das jetzt den historisch orientierten Ansatz genannt, der hier von der Literatur und Rechtsprechung herangezogen wird. Nämlich, wir nehmen uns beides gleich zusammen. Ich will da so ein bisschen durcheinander sprechen zwischen BGH und Teilen der Literatur und beginne jetzt mal mit dem BGH. Der BGH sagt nämlich, guck dir doch mal den Sinn und Zweck der Formvorschriften an. Die Formvorschriften sollen doch gerade diese Warnfunktion, Beweisfunktion, Schutzfunktion erfüllen. Aber die ist doch in dem Moment erfüllt, wo dieses Beurkundungsverfahren doch abgeschlossen ist. Und das ist es, sobald die Personen die dingliche Einigung erklären, also die Auflassung, und diese bindend geworden ist. Also der BGH sagt, ab diesem Zeitpunkt ist dieser Schutzzweck erfüllt und ab diesem Zeitpunkt können die doch machen, was sie wollen. Sie wissen jetzt, was für Gefahren dieses Ganze auf sich hat. Okay. Also das ist das, womit der BGH argumentiert. Er sagt auch, mit der Auflassung wird die Pflicht aus 433.1 erfüllt. Und die Besonderheit hier, dass jetzt keine Erfüllung eingetreten ist, im engeren Sinne, wir haben ja bei 362, gibt es ja die zwei Theorien, die veraltete Theorie, die Vertragstheorie und die Theorie der realen Leistungsbewirkung, wo eben Erfüllungswirkung eintreten muss. Und die Erfüllungswirkung tritt hier natürlich erst mit der tatsächlichen Eintragung ein. Die ist ja noch nicht erfolgt, weil wir haben ja im Sachverhalt gesehen, der Notar wurde angewiesen, sich zurückzuhalten, bis eben die Zahlung erfolgt ist. Aber das macht nichts, wenn der BGH sagt, hier wurde ein Automatismus in Gang gesetzt, der unaufhaltbar ist, denn sobald gezahlt wird, passiert das Ganze eben. Okay. Und deswegen sagt der BGH, das gibt es nicht. Und argumentiert unter anderem noch mit der Rechtssicherheit, aber da gehe ich jetzt nicht noch vertieft drauf ein, einfach im Hinblick auf die Zeit. Verneinen Teile der Literatur und auch die Rechtsprechung, unter anderem natürlich die Vorinstanz, die sagt, ja, das ist aber in diesen Konstellationen, wie es heutzutage gemacht wird, es wird nämlich in der Regel die Auflassung und der Vertrag gleichzeitig erklärt, so hat es der Gesetzgeber sich historisch damals nicht vorgestellt. Er hat sich vorgestellt, dass die Auflassung der absolute Schlusspunkt dieser ganzen Veräußerung ist und erst da entfällt das Schutzbedürfnis. Aber wenn irgendwas noch in der Schwebe bleibt, unter anderem eben die Erfüllung, noch nicht vollständig durch die Eintragung eingetreten ist,
sagt er, besteht das Schutzbedürfnis fort. Und da dieses Schutzbedürfnis fort besteht, ist eben eine Änderung formlos nicht möglich. Also Sie sehen, Sie kommen natürlich zu ganz verschiedenen Ergebnissen, je nachdem, welcher Ansicht Sie folgen. Als kleiner Tipp vielleicht am Rande, außer Sie sind natürlich auf dem Weg, Professor zu werden oder sind von einer Meinung derart überzeugt, dass Sie sagen, was anderes kann ich gar nicht vertreten. Es ist ganz nett, sich dem BGH immer gut zu merken, denn im zweiten Examen haben Sie die Rechtsprechung grundsätzlich zu vertreten. Und da ist es ganz gut, wenn man sich das primär merkt, sich daran orientiert. Später als Anwalt, Richter richten Sie sich in der Regel natürlich auch an der Rechtsprechung. Ja, und deswegen ist es ganz gut, wenn man hier sich das eben auch merkt, was der BGH dazu sagt. Das war es auch schon aus diesem Fall. Sie sind auch mit dem sind wir schnell durch. Das ist doch schön. Wir sind jetzt beim nächsten, der auch stark vereinfacht ist. Und das ist auch, glaube ich, sogar der letzte. Wahnsinn. Wunderbar. Dann sind wir schnell durchgekommen. Auch wie Sie sehen, aktuelles Urteil. Wir gehen mal ganz kurz den Sachverhalt durch. Er ist schön knackig und kurz. Der B war von 2004 bis Mitte Januar 2012 Mieter einer dem K gehörenden Wohnung. In der Regel B und K ist einfach Beklagter und Kläger, nur dass Sie sich das vielleicht besser vorstellen können, für was die Kürzel stehen. Die Rückgabe der Wohnung erfolgte am 25. Februar 2012. Die Wohnung wies dabei erhebliche, über die normale Abnutzung deutlich hinausgehende Beschädigungen auf. Okay, der K verlangt Schadensersatz für die Ausbesserungskosten in Höhe von 6.000 Euro. Eine Frist zur Beseitigung etwaiger Mängel hatte er dem B zuvor nicht gesetzt. So, und jetzt die Frage, hat dieser Mieter, der Vermieter einen Anspruch auf Schadensersatz wegen dem, was er da alles ausbessern musste, in Höhe von 6.000 Euro? Was ist denn eigentlich das Problem in diesem Fall? Es waren so viele Antworten. Ich muss erst mal mich reinlesen. Grundsätzlich wunderbar Ihre Ideen. Es geht vor allem um die Fristsetzung. Es geht vor allem um die Frage Schadensersatz statt oder neben der Leistung. Das ist entscheidend. Ich schalte mich jetzt noch mal 10, 15 Sekunden aus und lese eine Anmerkung, die ich gerne verstehen würde, nur noch nicht ganz verstehe. Nee, verstehe ich leider nicht. Deswegen lasse ich es jetzt mal weg, darauf einzugehen. Einfach nur im Sinne ja, der Webinarqualität, um hier nicht eine Einzeldiskussion loszutreten. Also auf wen ich nicht eingegangen bin und wer sich nicht verstanden fühlt, gerne einfach nochmal anders formulieren. Vielleicht stehe ich einfach auf dem Schlauch bei dem Kommentar. Okay, wunderbar. Wir legen es los und dann, naja, irgendwo müssen wir ja anfangen. Also sag mal, wenn hier jemand Schadensersatz will, suche ich mir eine schadensersatzrechtliche Anspruchsgrundlage und leg mal los. Und da die irgendwas von Frist gefaselt haben, nehme ich mir eine, bei der eine Frist nötig ist und schauen wir mal. Das Ganze schien ja behebbar zu sein, weil es repariert worden ist. Also ist der Schadensersatz statt der Leistung die richtige Anspruchsgrundlage, stelle ich mir dann die Frage 280.1.3.281. Das ist streitig. Und das ist das Thema, worum es geht. Ganz kurz. Ein Hinweis zum Aufbau, den Sie natürlich in der Klausur nicht erörtern, sondern einfach nur durch Ihre Vorgehensweise zeigen. Man kann das auch anders prüfen. Man kann sagen, ich prüfe jetzt nicht vorab Schadensersatz statt der Leistung und neben der Leistung die Abgrenzung, wobei Sie das in sehr, sehr vielen Lösungsskizzen sehen werden, dass diese Abgrenzung einleitend gemacht wird. Man kann auch, je nachdem, womit man besser klarkommt, das Ganze auch erst in der Frist erörtern. Sie können erstmal auch prüfen, Schuldverhältnispflicht, Pflichtverletzung und dann Fristsetzung und dann erörtern Sie, ist hier überhaupt eine Frist nötig? Ja gut, das hängt davon ab, ob Schadensersatz statt oder neben der Leistung. Ne? Kann man so machen oder so machen. Meiner Ansicht nach sind beide Wege gut gangbar. Also es gibt Vertreter, die sagen, kopflastige Prüfungen sind nicht so schön und werden nicht gern gesehen. Ich finde, es ist eine große Leistung, wenn das ein Bearbeiter schon mal sauber darlegt. Und wenn er es gut macht, dann ist es mir egal, wo er es verortet hat. Also legen wir mal los.
Die einen sagen, es ist ein Schadensersatz statt der Leistung, weil Begründung, die Mietsache ist im vertragsgemäßen Zustand wieder zurückzugeben. Ja? Und wenn sie so zurückzugeben ist, dann tritt doch gerade dieser Schaden an die Stelle der nicht erbrachten Leistung. Andere wiederum sagen, nee, Schadensersatz neben der Leistung, weil die Sache ist so rauszugeben, wie sie gerade steht und liegt. Ja? So muss ich sie rausgeben und nicht anders. Das ist der BGH unter anderem, der sagt eben, dass der Schadensersatz nicht an die Stelle einer Leistungspflicht aus Paragraph 546 tritt. Warum? Müssen wir uns natürlich die Frage stellen, in welchem Umfang ist die Herausgabeverpflichtung aus Paragraph 546 herauszugeben? Ein Blick in die Kommentare, ich zeige Ihnen hier schon mal das nächste, was da kommt. Ah, die Kollegin fragt einfach nur, sie hat nicht optimal verstanden, da habe ich mich bestimmt ungenau ausgedrückt, wo man diese Abgrenzung Schadensersatz statt der Leistung und neben der Leistung vornehmen kann. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Einmal, ich mache es jetzt vorab. Ich kläre das erstmal, ist das überhaupt die richtige Anspruchsgrundlage, die ich herangezogen habe. Zum anderen ist es ja so, der Schadensersatz neben der Leistung, bei dem muss ich keine Frist setzen. Beim Schadensersatz statt der Leistung über 281 muss ich das. Also kann ich bei der Frist erst prüfen, was ist das eigentlich? Ist es vielleicht ein Schadensersatz neben der Leistung? Dann bräuchte ich die ja gar nicht. Also entweder hier bei der Frist oder oben grundsätzlich die Anwendbarkeit. Okay. Dann sind wir bei 546 und wir müssen uns eben fragen, was umfasst eigentlich diese Rückgabeverpflichtung aus 546? Sagt die zu mir, gib die Wohnung raus? Oder sagt die zu mir, gib die Wohnung raus, aber in dem Zustand, wie du sie bekommen hast, minus die üblichen Abnutzungen. Der BGH sagt nein, das sagt nur, gib die Wohnung raus. Und anders kann das sein, allerdings, wenn der Mieter sich vertraglich verpflichtet hat, bestimmte Maßnahmen vorzunehmen, wie zum Beispiel Ausbau, Reparaturen. Denken wir bitte auch an die Schönheitsreparaturen vor allem. Dann können wir an Schadensersatz statt der Leistung denken, weil hier hat sich der Mieter ja verpflichtet, eine bestimmte Leistung vorzunehmen und der Schadensersatz tritt an die Stelle der Leistungspflicht. Anders aber bei 546 und das schauen wir uns, ja, nicht ganz optimal hier animiert, aber da schwammen wir drüber. Wir schauen uns die wesentliche Begründung des BGH an. Das ist eigentlich fast zwingend, was hier gesagt wird. Der Schadensersatz, also stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einer Wohnung und an irgendeinem Tag sind Sie stinksauer, weil Sie eine schlechte Punktzahl gekriegt haben und treten die Wand ein in irgendeinem Zimmer. Nein, in dem Moment, wo Sie die Wand eintreten, entsteht ja ein Anspruch des Vermieters gegen Sie auf Schadensersatz. Und der entsteht eben zum Zeitpunkt der Beschädigung und wird sofort fällig. So, zu diesem Zeitpunkt, also in Betracht kommen in diesem Fall immer die 280 fortfolgende und 823 fortfolgende, zu diesem Zeitpunkt besteht doch noch gar keine Herausgabepflicht. Aber wenn doch gar keine Herausgabepflicht besteht, dann besteht auch keine Leistungspflicht. Das heißt, in diesem Moment, wo Sie die Wand zertreten haben und noch nicht zur Herausgabe verpflichtet sind, wäre es ein Schadensersatz neben der Leistung. Kann man kaum anders begründen. Und schwierig ist es dann zu behaupten, dass sobald eben gekündigt wird und Sie die Sache rausgeben müssen, dieser früher eindeutig als Schadensersatz neben der Leistung bestehende Anspruch auf einmal zu einem Schadensersatz statt der Leistung wird, weil 546 sagt, du musst es in dem Zustand rausgeben. Also es ist das eine, wo man sagen kann, das passt nicht so ganz, ja. Und deswegen hier die Normen einschlägig, die ich bereits genannt habe. Es ist zudem auch 823 einschlägig. Und dann kann man ja auch sagen, ja gut, 823 würde ja doch gerade dieses Fristsetzungserfordernis immer umgehen. Deswegen ist auch fraglich, ob das nicht schon dagegen spricht. Die Gegenansicht macht es allerdings so teilweise, dass sie sagt, das Fristsetzungserfordernis aus dem Schadensersatz statt der Leistung übertragen wir auch auf das Deliktsrecht, sodass man auch bei 823 eine Frist setzen muss. Sie denken sich, was? Ja, genau das denkt sich der BGH auch und sagt, wie soll das gehen? Also mit welcher Berechtigung wird hier ein Fristsetzungserfordernis ins Deliktsrecht getragen und aus diesem Grund sagt der BGH, sowas ist gar nicht möglich. Und dann sagt der BGH, neben jetzt den gängigen Abgrenzungskriterien ist auch noch ein wichtiges Abgrenzungskriterium, auch wenn nicht immer optimal zuverlässig, aber in diesem Fall zwischen Schadensersatz statt der Leistung und Schadensersatz neben der Leistung die Frage, ob das Integritätsinteresse oder das Äquivalenzinteresse geschützt werden muss. Also Integritätsinteresse zur Wiederholung ist das Interesse am Bestand der Rechtsgüter in ihrem konkreten
definierten Bestand. Und Äquivalenzinteresse ist das Interesse, dass Leistung und Gegenleistung gleichwertig bleiben. Und hier ist doch eindeutig das Integritätsinteresse betroffen, nämlich ein Integritätsschaden hier an dem Eigentum des Vermieters. Und dann entscheidend auch für den BGH natürlich die Aussage 546 sagt doch gar nicht, in welchem Zustand die Sache rauszugeben ist. Und deswegen bewegt sich dieser gesamte Sachverhalt außerhalb des mietrechtlichen Pflichtenprogramms und demnach haben wir keinen Schadensersatz statt der Leistung. Also wäre die Prüfung hier aufzuhören und wir müssten mit 280.1, 241.2 weitermachen. Okay, alles klar. Und dann würden wir genauso losprüfen. Schuldverhältnis, haben wir hier den Mietvertrag, Pflichtverletzung. Ja, Sie haben die Wand kaputt getreten, beziehungsweise hier war, was war da oben? Irgendwas war zu sehr abgenutzt. Dann denken wir immer ganz kurz in der Klausur 538. Ja, die normale Nutzung ist nicht als Pflichtverletzung zu sehen, aber die ist ja überschritten. Da steht ja im Sachverhalt extra, denn über das normale Maß hinaus vertreten müssen plus Vermutung plus plus 276 Absatz 1, zumindest die Vermutung hier nicht widerlegt, also nicht exkulpiert. Frist? Nein, nicht nötig. Und das ist der zweite Punkt nochmal für die Kollegin oder Kollege, der da gefragt hat. Der zweite Punkt, an dem Sie hätten prüfen können, ob Schadensersatz statt oder neben der Leistung. Rechtsfolge, ja. 249.2.1 Sachbeschädigung und hier ist erlaubt in Geld und deswegen besteht ein Anspruch auf Zahlung von 6.000 Euro. 823.1 könnte man noch anprüfen. Natürlich würde man das machen. Dann würde man sich fragen, wie sieht denn eigentlich die Konkurrenz zwischen Mietrecht und hier dem Deliktsrecht aus? Anspruchskonkurrenz, das heißt, die beiden stehen daneben. Unterschied ist natürlich im Gegensatz zu den 280 fortfolgenden, das Verschulden wird nicht vermutet. Das wird nur im vertraglichen Bereich. Verjährung, da denken wir dran, dass 548 auch hier gilt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und dazu beachten Sie noch das Urteil des BGH vom 8.11.2017. Sie sehen alles taufrisch, was wir hier besprechen. Nur die 17er sind halt rausgeflogen jetzt für die Darstellung in diesem Webinar. Ging es darum, ob man formularmäßig die Verjährung aus 548 verlängern kann. Und zeitgleich wurde da auch noch die Verjährung der Ansprüche für den Mieter verlängert. Und da sagt der BGH, nein, da bräuchte es einen besonderen Ausgleich für diese Einbuße des Mieters. Und die wurde in dem Fall nicht erbracht. Und der BGH hat auch nicht so ganz konkretisiert, wie diese aussehen sollte. Also grundsätzlich die Verlängerung hier durch AGB ist nicht möglich. Auch ein hochspannender Fall fürs Examen. Ach, ich sehe, wir haben noch einen Fall. Also wer Lust hat, bleibt noch dabei. Ich gebe auch so schnell wie möglich, gehe ich den durch. Der ist aber hochspannend und deswegen lohnt es sich dran zu bleiben. Geben Sie mir noch eine Minute Stimmpause. Ich trinke etwas und bin dann sofort für Sie da. Ich zeige Ihnen schon mal den Sachverhalt genau, den können Sie dann schon lesen. Wunderbar. Ja, verzeihen Sie. Bis gleich. So, ich gehe ganz kurz noch auf die Kollegin ein, auch auf die Gefahr hin, dass die anderen das jetzt nicht verstehen werden, weil das bezieht sich auf den Grundstücksfall noch vorhin. Und die Kollegin sagt, ja gut, mir tut das ein bisschen weh hier. Wie ist es denn mit dem Abstraktionsprinzip, mit dieser, als es da um die nachträgliche Vereinbarung geht? Sie sagt ja, naja, die Auflassung und das schuldrechtliche Geschäft, das muss ich doch voneinander trennen. Und nur weil die Auflassung erklärt worden ist, kann es doch nicht sein, dass deswegen später Änderungen im Kaufvertrag gemacht werden können. Das ist weniger eine Frage des Abstraktionsprinzips, denn hier soll keine Wirkung jetzt irgendwie die Wirkung der Auflassung selbst auf das schuldrechtliche Geschäft übertragen werden. Es ist vielmehr die Frage, ob durch die Wirkung der Auflassung der Sinn und Zweck der Vorschriften, nämlich das Warnen, die Beweisfunktion etc., bereits gewahrt worden ist. Und der BGH sagt eben in diesem Fall, dass das bereits gewahrt worden ist und es deswegen gar nicht mehr notwendig ist. Also er behandelt schon das den schuldrechtlichen Änderungsvertrag eigenständig, aber sagt eben,
Sagt eben, dass der Zweck bereits erfüllt worden ist und man muss nicht nochmal belehrt werden. Wohlbemerkt, man kann das anders sehen. Ja? Das ist auf keinen Fall zwingend, es ist einfach nur BGH-Rechtsprechung. Deswegen für den Praktiker natürlich zwingend. Aber für Sie ist das nur etwas, womit Sie sich auseinandersetzen müssen und sehr wohl hier Gedanken machen können. Ich gebe zu, dass das etwas ist, was nicht auf Anhieb überzeugt. Für diejenigen, die da noch ein bisschen dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen, empfehle ich auch ein bisschen, sich die Entscheidung einfach in den Kernpunkten mal durchzulesen, die Argumentation, auch insbesondere das, was ich ausgelassen habe, und das ist der Punkt Rechtssicherheit und Praktikabilität, auch noch ein Punkt, den Sie dort vielleicht nachlesen könnten im Urteil, den ich auch bewusst ausgelassen habe, ist, wie wäre es denn, wenn man von der Unwirksamkeit ausgehen würde des Änderungsvertrags im Hinblick auf Paragraph 139 Teil Unwirksamkeit. Also ganz spannende Fragen, die ich leider hier weglassen musste. Okay, ich wende mich jetzt einfach nur, damit die anderen Kollegen nicht so lange warten müssen und ungeduldig sind, dem neuen Teil hier zu. Also da ist jemand, der wohnt auf Mallorca, der hat eine Wohnung in Deutschland und die lässt er renovieren. Und jetzt ist er dort halt und das wird dann vorgenommen und dann nimmt er das Ganze ab. Und das Problem ist, dass dann irgendwie aus dem Rohr ein bisschen Wasser austritt und sammelt sich fleißig. Und nach 15 Tagen ist schon richtig viel da. Und nach Monaten wird das Ganze bemerkt. Und ja, jetzt die Frage: Haftet hier der Werkunternehmer für diesen Riesenschaden, der verursacht worden ist? Was sagen Sie, ja oder nein? Haftet er im Ergebnis oder nicht? Und vielleicht, wo liegt das Problem? Also, er haftet, wird schon mal vorgeschlagen. Ja? Also alle gehen auf die Haftung und sagen, natürlich haftet er. Okay, Sie haben auch im Ergebnis recht. Wir müssen nur mal gucken, was die Vorinstanz für Probleme hatte, als sie gesagt hat, durch zwei Instanzen hinweg auf keinen Fall. Hier wird nicht gehaftet. Oder wenn überhaupt, ja, wunderbar, wunderbar, Frau Kollegin, was Sie schreiben, das nehme ich aber jetzt nicht auf, weil sonst verraten Sie mir zu viel. Die zwei Vorinstanzen haben gesagt, hier gibt es keine Haftung oder zumindest nur eine eingeschränkte Haftung. Und das schauen wir uns gerade an. 634 Nummer 4, 280.1. Schuldverhältnis Hammer, der Werkvertrag. Ja, da wurde gesagt, mach mal die Rohre. Alles klar. Erfolg wurde geschuldet. Pflichtverletzung. Dann sagen, liegt in einem Mangel. Ja, ist ja hier mangelhaft gemacht worden. Also Sekt 33.2.1. Nein, die haben es nicht vereinbart. Ist auch nicht für eine vereinbarte Verwendung gewesen. Aber zumindest die übliche Verwendung ist hier nicht eingehalten. Und deswegen haben wir hier eine Pflichtverletzung. Jetzt könnte man noch fragen, liegt hier vielleicht noch eine zweite Pflichtverletzung? Er hat ja den, hier wurde ja gesagt, da wurde versprochen, dass der Haupthahn abgestellt wird mit dem Wasser, das Ganze sei nur streitig. Was machen wir in der Klausur damit? Also beachten wir das jetzt im Ergebnis. Ich meine nur das Ergebnis, nicht, was Sie alles dazu schreiben müssen, das erzähle ich Ihnen gleich. Aber beachten wir im Ergebnis diese Pflichtverletzung, ja oder nein? Also neben dem Mangel, der eine Pflichtverletzung darstellt, noch dieses Nicht-Abstellen des Wassers. Sie sind auch müde. Okay, die meisten sagen bis jetzt ja. Geben Sie noch alle Gas, das macht dann mehr Spaß und ich bleibe wach. Die meisten sagen ja, manche sagen nein, wunderbar. Und da kommt es, Beweislast. Ja, genau, Beweislast ist das Stichwort. Normalerweise ist es so, dass Sie im Sachverhalt im ersten Examen wissen, das Ganze ist als bewiesen zu unterstellen. Aber der Klausurersteller hat immer die Möglichkeit, macht das auch gerne bei 477 BGB, dass er Ihnen natürlich irgendwie hinschreibt, es bleibt unter den Parteien streitig. Und dann müssen Sie sich mal mit der Beweislast auseinandersetzen. Und genauso ist es hier. Hier liegt die Beweislast nämlich beim Kläger, die Pflichtverletzung nachzuweisen. Das ist der Unterschied zum Vertrag. Müssen. Beim Vertreten müssen wird es vermutet, da ist die Beweislast umgedreht. Hier aber Pflichtverletzung muss er beweisen. Da steht eben, er hat gar keine Beweismittel und deswegen kann er die Pflichtverletzung nicht beweisen. Deswegen bleibt sie im Ergebnis unberücksichtigt. So, das Ganze bei Abnahme, vertreten müssen liegt vor. Das wiederhole ich jetzt nicht mit den Normen und so weiter. Und dann ist die Frage der Kausalität noch zu erörtern. Wir wissen, wir prüfen hier Äquivalenztheorie und die Adäquanztheorie. Hier zwei Definitionen, aber die können Sie sich ganz in Ruhe nachlesen. Die Frage ist, ob an der Adäquanz allerdings, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, das hätte man erörtern müssen in der Klausur, das wäre der Punkt gewesen, an dem man sich hätte etwas genauer äußern müssen zu der Frage, ob die Obliegenheitsverletzung des K, ja, Sie fragen sich, was für eine, haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, haben Sie absolut recht, man könnte ja überlegen,
ob dieser Kläger, also hier der Inhaber der Wohnung, nicht gehalten wäre, ab und zu mal aus Malle rüberzukommen und zu gucken, ob in seiner Wohnung alles okay ist, ja? Oder jemanden beauftragen, der mal guckt, ob da alles okay ist, oder ob er sich's erlauben kann, monatelang wegzubleiben. Also deswegen könnte man schon überlegen, ob das nicht ein atypischer Sachverhalt ist, insoweit, dass das ja niemals passiert wäre. Das ist völlig atypisch, dass einer nicht in seine Bude geht über Monate. Kann man hier ohnehin sagen, also zumindest sagt das der BGH. Der BGH sagt nein, auch wenn man eine Obliegenheitsverletzung sogar unterstellen würde, so ändert es nichts daran, dass es sich hier um eine deutliche Mitverursachung und keinen atypischen Sachverhalt des Mangels, der sich im Schaden manifestiert, handelt. Okay, also Äquivalenz- und Adäquanztheorie können wir annehmen. Jetzt ist die Frage Schutzzweck der Norm. So eine Haftung besteht, und das ist jetzt ein Zitat hier vom BGH, das ich extra rausgenommen habe, weil hier deutlich wird, was er hier an dieser Stelle verlangt. Der Schutzzweck der Norm hier im Hinblick auf 634 Nummer 4 200 ist insbesondere natürlich der, dass wir dasjenige erfassen, was wirklich vom Mangel verursacht worden ist und was wesentlich vom Mangel verursacht worden ist und sich nicht nur als rein äußerlicher, rein zufälliger Zusammenhang darstellt. Und das ist entscheidend und das muss im Wege der wertenden Betrachtung bestimmt werden. Und das ist die Frage, ist das nur ein äußerlicher Zusammenhang oder liegt hier ein innerer Zusammenhang zwischen Mangel und dem letztendlich entstandenen Schaden zugrunde? Das wollen wir uns genauer angucken. Und die Frage ist, ob eine etwaige Kontrollpflicht, die wir jetzt wieder einfach mal kurz unterstellen, diese Obliegenheitsverletzung, hebt diese den Zurechnungszusammenhang automatisch auf, sodass man immer sagt, okay, du hast eine Obliegenheitsverletzung begangen, davor sollst du nicht geschützt werden, Schutzzweck der Norm ist aufgehoben, Feierabend. So die Vorinstanz. BGH sagt aber, so einen Automatismus gibt es nicht. Das ist keine Frage der Kausalität, die wir hier erörtern, sondern das ist eine Frage, die ins Mitverschulden gehört. Und ja, kann man so oder so sehen. So allerdings der BGH an dieser Stelle. Und wir haben Schaden, der Ganze ist ersatzfähig. Und jetzt ist aber die Frage, Mitverschulden, ja oder nein? Und was sagen Sie dazu? Also wollen wir den Anspruch wenigstens kürzen schon? Also wir haben ihn schon dem Grunde nach zugesprochen. Wir haben gesagt, das Ganze ist kausal und wir haben die Voraussetzungen. Die liegen vor, jetzt sehe ich, ich habe vertreten müssen, hier nicht reingenommen, aber stellen Sie sich einfach das Prüfungsschema von 280 fortfolgende hier komplett vor. Das ist jetzt nicht so entscheidend, alles ist unproblematisch auf eben hier die Kausalität und dann das Mitverschulden. Also was sagen Sie? Kürzen wir den Anspruch oder nicht? Ja oder nein? Ja, gibt es einige, die an den BGH hier gehören, also vorwiegend sagen sie alle nein. Das finde ich gut. Manche sagen auch ja, und wir schauen da jetzt mal hin. Warum sollte man ihn eigentlich kürzen? Naja, das habe ich ja schon angedeutet, mehrmals. Man könnte ja sagen, Mitverschulden hier bei des Schadens oder sogar bei Schadensabwendung, ne, muss man gucken, wohin das Ganze gehört. Ist jetzt aber wurscht, weil wir müssen erstmal klären, ob hier eine Obliegenheitsverletzung, was ist eigentlich eine Obliegenheit? Obliegenheit muss man immer von Pflichten abgrenzen. Also Obliegenheit ist, da schneide ich mir selber Rechte ab. Und eine Pflicht zeichnet sich dadurch aus, dass ich was machen muss. Und im Fall einer Pflichtverletzung hafte ich in der Regel aus 280 fortfolgenden. Und bei einer Obliegenheitsverletzung hafte ich nicht dafür, sondern ich schneide mir selber Rechte ab. Und hier beim Mitverschulden geht es immer um das Verschulden an sich selbst, also eben auch der Verletzung einer Obliegenheit. Die Vorinstanz sagt, ja, mehrmalige wöchentliche Kontrollen sind einem Wohnungsinhaber zuzumuten und ansonsten ist eben entweder der Zurechnungszusammenhang schon ausgeschlossen oder zumindest ein Mitverschulden anzunehmen und zwar sogar, so die Vorinstanz, auf null. Bisschen hart. Und der BGH ist da klipp und klar und eindeutig gewesen. Er hat gesagt, du musst auf einen Einzelfall gucken. So geht das nicht. Und vor allem sagt er, es ist doch einem nicht zuzumuten. Da könnte er ja nicht mal in Urlaub fahren für 2 Wochen, weil er dreimal oder viermal in der Woche nachgucken müsste, wie oft auch immer die Vorinstanz das möchte, ob eben irgendwas in der Wohnung los ist oder jemanden beauftragen und so weiter. Und ich meine, das ist gar nicht praktikabel und das entspricht nicht der Verkehrsanschauung und ist nicht sachgerecht. Einzelfallbetrachtung ist notwendig. Also ich muss gucken, wie alt ist das an? Wie alt sind in dem Fall die Rohre auch? Habe ich zum Beispiel eine zuverlässige Firma oder irgend so einen windigen Klempner mir geholt? Und dann sagt er aber so im Abschluss der BGH noch, nachdem er sagt, du musst alle Einzelaspekte des Falls beachten und es ist für Sie einfach. Sie müssen einfach alles, was im Sachverhalt steht, bei Ihnen wird mehr in der Klausur natürlich drinstehen, beachten. Und er sagt vor allem, keine wöchentlichen Kontrollen. Das auf jeden Fall nicht. Ansonsten muss man hier jetzt
eine Sonderkonstellation beachten in unserem Fall wiederum. Ich habe ja geschrieben, nach 15 Tagen ist der Schaden endgültig in seinem Ausmaß eingetreten. Was bedeutet, dass wir jetzt prüfen würden, obwohl er monatelang weg war. Ist ja wurscht. Das hätte sich nach den 15 Tagen eine Kontrolle ohnehin nicht mehr ausgewirkt, weil der Schaden nach 15 Tagen komplett eingetreten ist. Wenn das aber der Fall ist, dass er komplett eingetreten ist, bedeutet es ja gleichzeitig, dass wir nur gucken müssen, ob er in den 15 Tagen hätte kontrollieren müssen. Können Sie alles vertreten? Also, ich gebe Ihnen da jetzt nichts vor. Sie müssten einfach sich damit auseinandersetzen. Aber wenn man von einer Woche schon klipp und klar sagt, nein, dann wäre man bei 2 Wochen eher zurückhaltend und würde, wenn überhaupt, ein Mitverschulden dann in sehr geringem Maße annehmen. Und jetzt nehmen wir aber trotzdem mal an, dass wir Mitverschulden angenommen haben, sagen wir mal 20%, aus welchem Grund auch immer. Sie hatten Lust, das in der Klausur zu vertreten. Was geschickt wäre in so einem Fall, wenn tatsächlich eine solche Konstellation vorliegt, dass hier dieses Verschließen des Hahns zum Beispiel versprochen worden ist. Denn dann hätte man noch nach dem Mitverschulden fragen können, ob man diese Wertung des Mitverschuldens nun nach Paragraph 242 korrigieren sollte. Denn ein Berufen auf Mitverschulden ist dann nicht statthaft, wenn ein weiteres pflichtgemäßes Verhalten des Schädigers den Schaden insgesamt verhindert hätte. Denn ob es ist richtig, der Schaden ist erst so groß, wir unterstellen jetzt Mitverschulden, ne? Da müssen Sie jetzt kurz einfach mal mitgehen. Denn unterstellen wir, dass er ein Verschulden mitgewirkt hat, dann wäre es aber niemals kausal geworden, das Mitverschulden, wenn er den Hahn abgestellt hätte. Also wäre es treuwidrig, sich trotz dieser eigenen Pflichtverletzung auf dieses Mitverschulden zu berufen. Und dann wäre eben nach 242 sogar das Berufen auf das Mitverschulden na, unzulässig. Und aber in diesem Fall, genauso wie oben bei der Pflichtverletzung, würden wir sagen, wo liegt die Beweislast? Die liegt hier beim Kläger und der Kläger ist laut Sachverhalt beweisfällig geblieben. Und deswegen besteht jetzt, je nachdem, was Sie vertreten haben, Kürzung, Nicht-Kürzung. Wichtig ist nur, dass Sie verstanden haben, dass es ein Problem der Kausalität ist, dort relativ eindeutig zu beantworten, dass es dann eine Frage des Mitverschuldens ist, dass man den Einzelfall einfach sich vornehmen muss, gucken muss, was der Sachverhalt bietet und dann je nachdem 242 plus minus, wie der Sachverhalt aussieht und dann gucken, gekürzt oder ungekürzt, je nachdem, was Sie gut fanden als Argumentation oder nicht. Deliktische Ansprüche, ja, hier würde man auch die Zurechnung eben noch hinterfragen und bei 823.2303 würde man zumindest den Vorsatz hier nicht annehmen können. Ah, welches Urteil ist das? Ich muss ganz kurz überlegen. Ah ja, genau. Ergänzend zur Kausalität dieses Urteil beachten, das ist ja schon im Verhältnis zu dem heute besprochenen Alt, ups, Verzeihung, 2016, aber es ist immer noch aktuell. Also die letzten 3 Jahre sind immer heiß fürs Examen. Deswegen da nicht ignorieren, was in den letzten 3 Jahren passiert. Da ging es wiederum darum, da ist die Polizei in ein Haus gestürmt und hat die Tür beschädigt eines Mieters, beziehungsweise die Tür gehörte natürlich dem Vermieter, aber die Tür wurde beschädigt, weil er wurde irgendwie verdächtigt, mit Betäubungsmittel zu handeln. Genau, so war das. Und was haben sie gefunden? Da haben sie irgendwie eine Tüte gefunden. Ja, also Marihuana ein bisschen. Und dann war die Frage, ob der Mieter haften muss für diesen Schaden oder nicht. Und dann hat der BGH gesagt, nein, hier fehlt es an der Kausalität, denn die Polizei ist doch gar nicht wegen der Tüte gekommen, sondern sie ist gekommen, um eben Kokain oder wegen Handeltreibens. Also es ging um was ganz anderes und hat die Kausalität eben verneint. Deswegen gab es keinen Anspruch des Vermieters gegen den Mieter aus Vertrag, fehlende Kausalität. Also das Gegenbeispiel jetzt zu hier, wo die Kausalität da ist. Genau, das war es auch schon. Wunderbar. Also ich bedanke mich für Ihr Durchhaltevermögen. Das war wunderbar, auch dass Sie mitgemacht haben. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Es war natürlich ein kurzer Durchblick durch wichtige Rechtsprechung. Wir machen noch 2 Veranstaltungen. Also ich versuche irgendwie die Fälle immer durchzupressen, weil ich meine, 2, 3 Fälle sind ein bisschen zu wenig. Deswegen dauert es auch immer ein bisschen länger. Aber Sie sollen immer dranbleiben können. Das Neue ist immer wichtig, vor allem für die mündliche Prüfung. Die Prüfer lesen ja den ganzen neuen Kram und dann fragen die gerne mal was, weil es ja hängen geblieben ist, besser oder schlechter. Und dann können Sie immer beeindrucken, wenn Sie schon mal wissen, wohin die Reise umgeht. Ungefähr geht. Kurzer Hinweis in eigener Sache natürlich, die neue Rechtsprechung wird immer wieder fortlaufend, jetzt unabhängig von diesen Webinarveranstaltungen an Sie eingeführt in die Kurse. Deswegen haben Sie hier
Haben Sie jetzt versagt schon langsam Stimme und Konzentration. Wir präsentieren Ihnen die ganzen Fälle und auch andere Fälle natürlich in unseren Kursen als Videos, als Podcasts in verschiedenster Weise. Wenn Sie Lust haben und sagen, boah, ich habe einen Fall nicht verstanden, er wäre besonders wichtig, der wurde ausgelassen, schreiben Sie uns einfach an Support eine Mail und fragen Sie, ob dieser Fall besprochen werden kann. Wir drehen immer wieder neue Videos, das heißt, wir können das für Sie einfach aufnehmen und dann freuen Sie sich, dann haben Sie ein Video beigetragen und haben Ihr eigenes Interesse damit befriedigt. Also wir sind wirklich für Sie da, in den Punkten, die Sie brauchen, auch wenn Sie Anregungen haben für Webinare etc. pp. Immer bringen, immer machen, machen wir gern für Sie. Ansonsten wunderbar, genießen Sie den Abend, ist ja schon dunkel geworden. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.